So, hallo und herzlich willkommen zum neuen Stream. Diesmal mit Malkav, der anscheinend noch nicht ganz bereit ist. Star Wars The Old Republic. Ich gehe mal rüber aufs Spiel. Na, natürlich der altbekannte Spruch. Obwohl ich HTTP eigentlich ausgeschalten habe. Haha, Greenscreen und jetzt sollte Star Wars da sein. Sound sollte okay sein. Muss ich mal schauen. Ich weiß gerade nicht, wie weit Malkav ist, weil er noch so gemutet ist, wie ich. Und ob wir uns nicht irgendwie sowieso gegenseitig auf uns warten. Ich werde jetzt einfach mal kurz in sein Stream schauen. Das kann ich auch übers iPad machen. Ich hoffe mal, weil wir wollten uns eigentlich um 19 Uhr treffen. Dass man irgendwie bereit ist. Bam, das bin ich. Ha, hier, OGM Live. Er wartet auf mir. Ich wusste es. Nein. Verdammt, jetzt wäre fast Steam gestartet. Starte ich schon mal hier. Guten Abend. Hoi, hoi. Na? Oh, irgendwie bist du gerade für mich sehr leise. Was? Warum? Sag noch mal was. Test, 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 Ah test, ja, test, das test, lag an test, test. mir. Passt. Weil ich wollte schon sagen, es kann doch jetzt nicht schon wieder sich um das umgestellt haben. Ich sag's mal so, mein Headset hat zwar zwei Kanäle, aber ich kann die immer jeweils gewichten und ich habe da den Chatkanal ganz niedrig gehalten. Ah, verstehe. Ja, deswegen, ich hab's mal kurz geändert und jetzt verstehe ich dich auch besser. Also, wie gesagt, mein Problem. Witzigerweise, ich habe meinen Stream angefangen, du hast deinen Stream angefangen und dann so jeweilig auf andere gewartet. So ungefähr. Ich habe dann gedacht, mal gut, ich schau mal kurz bei dir rein und dann so, ja, dann warten wir mal auf Terror. Ich so, ah, genau das, was ich befürchtet habe. Ja, gut. Ich habe gedacht, ja, gut, so ewig wirst du ja nicht brauchen. Nee. Ja, aber Deswegen habe ich gerade noch ein bisschen Musik halt laufen lassen und passt alles. Ich muss noch kurz, Moment. so, habe ich mal wieder bin leiser gestellt bei mir. Alter Mann ist kein D-Zug. Moment. Aber ein So. E-Zug. Los. Das war schon mal richtig. Das war richtig. Und jetzt stimmt's. Ha, perfekt. Na, wenn's passt, dann passt's. Genau. Und wenn es nicht passt, wird's passend gemacht. Ja, ich hol den Hammer schon mal. Ja, perfekt. Das ist Allzweckwerkzeug. Ich durfte heute mit dem Hammer hantieren. Ach, nicht mehr Brecheisen? Nein, ich durfte Kisten zusammenschlagen. Oh, Holzkisten nehme ich an. Ja. Ah. Ich wollte gerade sagen, ob da ein Hammer vom Vorteil ist oder ein Fäustel nicht besser gewesen wäre. Die waren ziemlich gut vernagelt. Also Steve fängt schon an mit, so willst du das im Spiel, so willst du das Spiel im Stream hoffentlich nicht lassen. Also ich sehe deinen Stream nicht, ich weiß nicht, was er damit gemeint hat. Kriegst du gerade einen Orgasmus vom Essen? Okay. Ja, du hast schon bestätigt, dass keine weiteren Fragen, Sir. Ich habe gerade keine Ahnung, was da los ist. So, jetzt passt. So, jetzt aber. Ja, irgendwann. Ach, Moment. Eigenschaften. Nee, halt Quatsch. Auf Kauf eines Statussymbols. Ach, hier. So, transformieren. Transformation bearbeiten. Hä?
Also ich verstehe nur gerade nur Bahnhof. Nein, du sollst. Was machst du eigentlich wieder? So. Was ich mache? Ja. Jetzt hier das Fenster erstmal richtig hinschieben. Okay. So. Gut. So, schon besser. Also hier schreibt schon besser, also nehm mal an, du hast es gerichtet. Ich hab's gerichtet, ja. Ich hatte extra nämlich ein neues Fenster soweit parat gehalten. Für das Overlay und so. Und jetzt muss ich gerade nachgucken. Passt eigentlich alles soweit? Ja, perfekt. So, wird aktualisiert. Alles wird aktualisiert. Ne, ich schaue nur immer, dass ich dann, weil ich am Anfang vom Titel immer ab 19 Uhr oder so setze, dass ich das auch hinterher wieder rauslösche. So dass wenn jetzt jemand kommt, den Titel sieht. Ohne ab 19 Uhr. Ach, okay. Ja. In 90% der Fällen vergesse ich's aber. Kenn ich irgendwo her. Ja. Hab's auch manchmal ganz gern vergessen. So. Jetzt sehe ich auch dein Chat wieder. Yay. Und wo haben wir aufgehört? Natürlich in Drom und Kass am Anfang. Ja, wir sind hier gelandet und haben nur noch gesagt, na, jetzt gehen wir. Tschüss. Genau, weil wir werden hier schon zugeschissen mit Quests. Einmal dieses wöchentliche Heldenmissionsterminal. Und dann haben wir wirklich mit Erkundungsmission. Und dann haben wir natürlich doch unsere Hauptquest, Reise nach Kars City. Irgendwie muss ich gerade hier so die Reisen nach Ost denken, nur er ist jetzt auch Ost durch Kars City. Warte mal, der Titel, wo du gerade genannt hast, sagt mir was. War das nicht ein Buch? Ja, das ist uralt. Ach, wie hieß denn das mit, da war so doch so Roboter dabei, Vogelscheuche, ein Löwe, alle hatten ihre Probleme. Ach, der Zauberer von Ost. Ach, genau, ja. Ich dachte gerade, genau, der Löwe, der wollte was? Er wollte Mutig sein war's. Mutig sein war's. Der Blechmann, so habe ich ihn Herz, genannt. Glaube ich. Wollte ein Herz. Die Vogelscheuche wollte, oh, was wollten die Vogelscheuche? Wollte die nicht leben? Irgendwie sowas. Und das Mädchen, ich weiß nicht mehr, was das wollte. Mädchen wieder nach Hause. Wollte. Ach, genau. Genau. Gut, also wollen wir mit Commander Rylan. Ja, keine Ahnung. Reden. Ja, auf alle Fälle reden, aber keine Ahnung, wie man den jetzt ausspricht. Rylan, Rylan, naja, sehen wir ja dann. Sri Lanka. Ich heiße euch alle willkommen. Ich bin Commander Rylan. Wir haben hier einen Notfall. Eure Ankunft kommt mehr als gelegen. Irgendetwas hetzt die Dschungelbestien auf, was das Reisen zwischen hier und Kars City äußerst gefährlich macht. Einige Leute, die zu Fuß unterwegs waren, sind verschwunden. Es wurde sogar berichtet, dass die Dschungelbestien Gleiter angegriffen haben. Darf ich einen kurzen Einwand machen? Hm? Werte Frau Xenjinai, die Dschungelbestien wurden aufgeschreckt. Haben Sie etwas damit zu tun? Vielleicht. Okay. Vielleicht könnte ich Verdammt! Helfen. In Anbetracht der Umstände ist jemand mit euren Fähigkeiten genau das, was wir brauchen. Ich habe 2 Kommandoteams losgeschickt, um die Dschungelbestien zu erledigen. Doch sie kamen nie zurück. Einer der Anführer konnte noch einen Holo-Notruf abschicken. Ich zeige ihn euch. Wiederhole! Landefeuer strahlen irgendeine Art Energie aus. Die Energiestöße machen die Bestien verrückt. Komme nicht nahe genug ran, um die Energie umzuleiten. Habe Team verloren. Bestien kommen näher. Brauche Hilfe! Die Sensoren bestätigen ungewöhnliche Energiemessungen im Dschungel. Die Landefeuer des Raumhafens scheinen der Grund zu sein. Wozu der ganze Umstand, Commander? Zerstört die Landefeuer einfach. Das kann ich nicht tun. Ohne sie könnten Raumschiffe im Landeanflug schnell vom Kurs abkommen und im Dschungel abstürzen. Ich weiß, dass ihr alle sehr beschäftigt seid, aber ich brauche Leute eures Kalibers, um die Energie dieser Landefeuer umzuleiten. Und das schnell. Ich beobachte euren Fortschritt von hier aus. Kehrt zurück, wenn ihr fertig seid. Viel Glück! Die Raubtiere da draußen sind wild.
Frau Xenchinai, ich glaube, wir brauchen ein Lockmittel. Dem stimme ich zu. Commander Ryland, würden Sie bitte mitkommen? Oh, halt, ich habe was ganz Wichtiges vergessen. Was? So, jetzt. Okay. Ja, irgendjemand muss dich ja beschützen. Ja, während ich das Lockmittel vor die Tür schmeiß. Warte, ich beschütze dich. Warum, was macht ihr da? Ja, ich beschütze ihn, denkst du, wir beschützen dich? Es war nie, es stand nie dabei, dass wir das Lockmittel beschützen sollen. Eben. Ah, schön. So, gerade mal auf die Karte gucken. Ach, das eine ist ja gleich vor uns, vor unserer Nase. Und dann in südlicher Richtung. Also, Velare meint, du solltest in-game noch ein bisschen lauter machen. Punkt. Danach kommt nichts mehr. Der restliche Text ist weg. Und wenn man lauter macht den Stream, wird man von zwei komisch... Was? Mach mal please in-game noch etwas lauter, dann ist es perfekt. Man hört in-game kaum was und wenn man lauter macht den Stream, wird man von zwei komischen angebrüllt. Musst du es noch vorlesen, wow, und ihn damit bestärken? So, dann mache ich mich hier mal laut und dasht. Da wird er hier immer weiter auf die Nase rumhüpfen, das weißt du. Ach halt, in-game. Pass auf, und am Ende verarscht er mich genauso wie Lauli. Dich, Lauli und Scala. Ach, der hat mich nie verarscht, warte. Wait, what? Er hat mich verarscht? Ja. Was? Wann? Wie konnte er nur? So. Hab jetzt mal 40% hochgedonnert. Das müsste jetzt eigentlich reichen. Betonung liegt auf Tod. Ja, sonst würde ich sagen, wir machen jetzt erstmal so weit, normal weiter. Ohne dass jemand da reingebrüllt hätte, wir sollten was verändern. Okay. Like ice in the sunshine. Oh, oh. Ach nee, halt. Das war was anderes. Ich musste immer an das Video von Guild Wars denken, wo sie mal irgendein erst Sommerfest gemacht haben. Mhm. Weil die haben da so einen Community-Manager gehabt, der auch in-game aufgetaucht ist. Und wenn er in-game aufgetaucht ist, da hat er immer die... sag mal, ein Frosch gespielt als Charakter. Und hat sich mit den Leuten unterhalten. Okay. Ja, und auf einmal ist der Frosch halt da drin surfen gegangen und so weiter. War dann doch schon irgendwie cool. Kommen wir nicht hier hoch? Okay. Natürlich. Ah, hier. Nice. Nee, kommen wir nicht. Dann hier entlang. Denke ich mal. Wow, also ich glaube, wir hätten einfach nur ein Stück zurückgemusst und weil hier ist nämlich ein Weg einverzeichnet. Gar nicht wahr. Wir sind der Weg. Und das Ziel. Und der Anfang. Das Alpha und Omega. Huch. Ach, dorthin bist du schon. Ja, ich habe abgekürzt, wo es nur ging. Nice. Wir machen den Weg frei. Diese Flords. Ach super, ich hab's auch bekommen schon. Yay, da können wir gleich weiter eigentlich. Ja. Ich wusste jetzt nicht, ob du auch extra machen müsstest. Nee, ich glaube, da wir ja in der Gruppe sind, zählt's für alle. Ja, das wäre schön. Boah, geil. Ich hoffe aber allerdings, dass es mit dem Checkpoint eigentlich jetzt auch... Okay, kehre zu Commander Rylan. Mit dem Flashpoint, nicht Checkpoint. Auch zusammengezählt hat, aber ich denke schon. Doch, das hat doch. Also bei mir wird die Quest auch fertig. Ja, okay. Cool. Ansonsten, ich hätte nichts dagegen, den auf Erfahren nochmal zu machen. Oh, ah, du meinst Veteran? Ja, Veteran. Oh, das wäre geil. Ansonsten machen wir nächsten halt gleich auf Veteran. Ja, da muss halt Card City noch ein bisschen warten. Oder wie? Hast gedacht? Ne, ich meinte, der nächste Flashpoint, der dann jetzt an der Reihe wäre. Dass wir den statt normal auf Hard machen.
Ah. Oder Veteran halt. Ja, genau. Ding ist halt, da wird man gleich hochgepusht auf Stufe 75. Ah ja, gut. Glaube ich. Also auf die höchste Stufe. Brauchst du aber. Ach so, stimmt. Ja. Ich bin froh, dass ihr alle überlebt habt. Die Landefeuer scheinen dank euch wieder normal zu funktionieren. Die Untersuchungen weisen darauf hin, dass sie vorsätzlich sabotiert wurden, um die Dschungelbestien verrückt zu machen. Ich schicke einen vollständigen Bericht nach Car City. Ihr habt dem Imperium einen großen Dienst erwiesen und euch diese spezielle Anerkennung verdient. Ich wünsche euch allen einen guten Tag. Ich habe immer noch das Bedürfnis, ihn wegzuschmeißen. Als Köder. Oh, Stufe 18 schon. Es geht jetzt aber flott. Ja, ich bin kurz davor, ja. Ja, dann passt es ja. Also, es gab Beschwerden, laute Beschwerden, dass es in-game noch ein bisschen lauter sein könnte. Bisschen. Wir wollen nicht alle... Ein bisschen, okay. Bisschen. Alles auf 100, alles auf 100% stellen, dann ist... So, 50%, 60%. Na komm her, Vilare, scheue mir eine. Ich bin heute angriffslustig, merke ich. Boah, das war ich heute aber auch. Gegenüber meinen Chefs. Na komm, feuern Sie mich doch. Na komm, feuern Sie mich. Sie trauen sich doch echt nicht. Sie trauen sich doch eh nicht. Und auf einmal hast du Kündigung gedacht. Oh shit. Na, stell's mir so vor, steht so vor dir. Na komm, Sie trauen sich nicht, mich zu kündigen. Setz dich hin, Laptop auf, Word öffnen. Huch! Oh! Oh! Warum blockiert ihr diese Straße, Soldat? Als den Gleitern die Starterlaubnis verweigert wurde, haben sich einige Leute tiefer in den Dschungel gewagt, um zu Fuß nach Car City zu gelangen. Es hat ein paar Todesfälle gegeben, darunter auch ein paar hohe Tiere. Captain Tolto hat uns befohlen, die Leute draußen zu halten und nachzusehen, was sich da herumtreibt. Erstmal, hi Lauli! Lauli ist da? Ja. Hoi hoi! Schön zu sehen, dass das Imperium seine Bürger beschützt. Ja, einige Aufträge sind definitiv besser als andere. Wir konnten ein paar Datenmessungen und sogar ein paar Holos machen. Große, fiese Viecher da draußen. Nichts, womit man sich anlegen wollte. Unser Boot hat leider ein Bein bei der Sache verloren. Wenn ihr zum Raumhafen unterwegs seid, könntet ihr dann Captain Tolto die Beobachtungsdisks übergeben? Buh, der hat ein Bein verloren. Der hat noch ein anderes Bein. Damit kann er rüberhopsen. Oder auf allen dreien noch zurückkrabbeln. Auf allen dreien klingt gut. Moment habe ich. Sehr gut. Je eher er weiß, was los ist, desto eher können wir die Leute warnen. Ich meine, hallo, bei hier Ritter der Kokosnuss hat es auch geklappt, der schwarze Ritter. Hat ein Bein verloren, na und? Er macht weiter. Ja, aber er hat am Ende auch mehr als ein Bein verloren. Ja, aber sie wollten sich auf... Trotz einer Fleischwunde. Ach was, das ist doch nicht mal eine Fleischwunde. Nebenbei, aber Lauli, du kannst doch... Malkaff hat dich vermisst. Wieso ich? Was? Denkst du, ich würde das zugeben? Warum sollte ich Lauli vermissen? Keine Ahnung, irgendwas muss ich ja sagen. Sie sagt jedenfalls, oh... Ich meine, hallo. Plus zwei Punkte bei Lauli. Von? Keine Ahnung, muss sie fragen. Nicht 100, von 100 Millionen. Weiß ich doch nicht. Man zieht sich ja, denke ich mal, eh spät. Was? Hört sich ja eh spätestens Sonntag. Ja, die sagt jetzt schon zu mir: Ach ja, und bye-bye, Scala und ich spielen Factorio, ihr Schwein. Ich hasse euch. Können wir durch? Nein, wir können nicht durch. Wir sollen doch ein bisschen erledigen. Wir müssen zurück zum Raumhafen. Oh. Weil da irgendwie Ziel, glaube ich, ist. Wo wir doch schon Kündigung hatten. Ich besorge seine Kündigung da drüben jetzt. Hm. Nebenbei, ich habe was vergessen zu fragen. Hm? Wenn wir sein Bein finden, sollen wir es ihm wiedergeben? Ja, Lauli, das sei euch genehmigt, dass ihr auch was spielen dürft.
Ihr müsst nicht immer Malka fragen. Doch. Erstmal okay, mich fragen und auf Erlaubnis. Und einen richtigen Antrag stellen. Genau. Und dann kriegt er von mir Passierschein A38. Der ist selten. Ich habe einen Bericht für euch, Captain. Anscheinend gibt es Monster im Dschungel. Ab Dank. Ihr erweist uns große Ehre, indem ihr von unseren Problemen Notiz nehmt. Genau, was ich brauche. Ich werde jeden vor dem Weg warnen, bis wir ein paar Aufräumtruppen gestellt bekommen. Yay. Ich habe was Gutes getan, krieg dunkle Punkte. Ja, das ist halt deine Ausrichtung. Aber es war doch so gut. Wir haben die Leute gewarnt. Du kannst übrigens unten rechts neben der Minimap einstellen, die Ausrichtung. Ja. Wenn du auf hell klickst. Mir geht's aber um die Tatsache, ich wollte ein Arschloch sein und dafür Punkte bekommen, nicht was Gutes tun. So. Warte mal, ich schau mal kurz was nach. Ich wollte sowas antworten wie, ey, die Leute verrecken drüben, willst du nicht was machen? Bro? Ah, cool, hier gibt's übrigens einen Gleiter. Ich denk mal, damit können wir Richtung Car City. Naja, jetzt wo wir die Quest gemacht haben, können wir ja auch Gleiter nutzen. Also, diese Landeteile. Ach, du meinst diese Taxis, oder? Ja, dachte ich. Ja, warum nicht? Funktionieren die? Klar. Ja, brauchen die eine Gebrauchsanweisung? Nö. Ach so. Ach, warte mal. Ach, was? Moment. Du meinst den Gleiter im Inventar? Was? Oder welchen Gleiter meinst du? Das Taxi. Du warst schon richtig. Ach so. Ja. Ja, gut. Ja, die. Ja, die kosten nur Credits. Okay. Also Taxi nach Car City, die Innenstadt oder so? Ja, reisen wir dorthin. Okay, Velare meint gerade, wir umlaufen Quests damit. Ja gut, wir können ja immer noch später zurückgehen zu den anderen Punkten und... Ja, wir können auch einfach Quests machen. Ja, machen wir halt. Wir machen blödeln die ganze Zeit nur rum, indem wir Beine suchen. Und kommen irgendwie doch ganz gut voran. Finder-Lag? Oh, bei mir ruckelt's. Ich glaube, das war ein Lag. Ich hab den Leck gefunden. Nein, das andere. Badumts. Na, ich glaube, hier oben kommt man so rüber, oder? Ja. Ja, ihr habt ja eine schöne Sperre hier aufgebaut. Ganz brav. Wir sind gerade drüber hinweggelaufen. Ihr habt sogar die Brücke dafür gebaut. Weil ich weiß noch, wo ich mal gespielt habe hier. Da gab es, glaube ich, noch so eine Heldenmission, die man zu zweit machen konnte. Ja, das ist, glaube ich, hier dieses Gebiet auf alle Fälle. Ja, komm, dann töten wir alles. Ja, das Problem ist, wir müssen erstmal die wöchentliche Heldenmission annehmen. Es gab auch so Quests dafür. Wir töten alles. Wenn du meinst. Keine Ahnung, ob es da wöchentliche Quests gab. Ich weiß nur, da gab es mal irgendwo, dass man so... Gott, ich muss echt mal auf einen anderen Charakter umloggen, um das nachzusehen. Warte mal. Ach genau, Mandalorianische Trophäenjäger. Das sind Elite Gegner. Genau. Und da gab es eine Quest dafür, die habe ich angenommen mit einem anderen Charakter. Das Blöde ist nur, ich bin allein, soziophobisch und will nicht mit anderen Leuten spielen. Fühl dich geehrt nebenbei. Dankeschön. Fühl du dich auch geehrt, weil... Gründen. Gibt nicht alle Tage, wo hier die Leute, wo man gutes Personal findet. Ich wollte gerade sagen, das war schnell. Aber ich glaube, die Quest müssen wir erstmal annehmen. Ja gut, dann laufen wir einfach jetzt durch. Ja, fertig. Und was sich uns in den Weg stellt, töten wir. Oh, der stellt sich mir in den Weg. Der hat dir nur kurz zugenickt. Der hat sich mir in den Weg gestellt. Er ist um 2 Grad falsch abgebogen. Du kannst doch Nachsehen mit dem haben. Aber ich mag dich, dass du es nicht hast. Ja. Der wird jetzt schon wie ein was Härteres. Mhm. Ja, ich weiß, er ist schon tot.
Die ignorieren uns. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich happy sein soll oder pissed. Vorerst können wir noch happy sein, denke ich mal. Weißt, wenn wir an denen vorbeilaufen, so grimmige, so, hä? Ihr dürft noch leben. Noch. Oder nach dem Motto, sollen wir sie angreifen? Ja, Mann, nee, warte mal, die sehen ein bisschen bedrohlich aus. Halt mal deine Waffe besser zurück, wenn die uns sehen. Oh, warte mal, ich habe eine Mail übrigens. Aufseher Dremel über den Tod hinaus. Unsere List hat funktioniert, Akolyt. Ich bin getarnt von Korriban entkommen, ohne darf Bachas Aufmerksamkeit zu erregen. Nun bin ich frei und ich darf nicht aufhören, mich zu bewegen. Ich habe tausende Sith ausgebildet. Wenn mich auch nur einer erkennt, wird Bachas mich jagen und euren Verrat bestrafen. Deshalb habe ich den imperialen Raum verlassen. Denk an meine Lehren und pass auf dich auf. Darth Bachas ist ein meisterhafter Taktiker, der keinen Widerspruch dulden wird. Mögen wir uns eines Tages wieder begegnen. Yay! Yay! Ich habe jetzt auch noch... Ja, sehr ruhig fertig. Creditkiste bekommen. Geil. Yay! Ich habe auch eine Nachricht bekommen. Dann du. Von Akolyth Shinos. Verzeiht mir, dass ich euch diese Nachricht ungefragt zusende, aber ich tue dies nur, um meiner Abmachung mit dem Einsiedler aus dem Grab nachzukommen, der, den man Spindral nennt. Er sagte, dass ich sein Antlitz nur dann lebendig verlassen dürfe, wenn ich euch das hier zustellen würde. Sein letztes Geschenk für den, der das Schicksal der Zukunft und Vergangenheit schmieden wird. Das waren genau seine Worte. Ich musste genau sein. Nachrichtende. So, ich habe auch irgendwas bekommen. Ich muss mir im Inventar kurz schauen, was das ist. Ein vielseitiger Premium-Kampf-Steam. Okay. Mm. Ja, der verbessert für ein paar, entweder für ein paar Minuten oder für circa eine Stunde diverse Werte. Okay. Okay, Sprache soll auf 70 soweit. So. Ah, Heldenmission. Ich will hier damit nichts andeuten. Mibunawa, Twipitute Bakbatra, Wonga Wonga. Aka noya choski noyo kochuso de mate chichoya ukili baklunki na atabumpa pushuda. Also ich will die vierte Option mit what? Was muss getan werden? Aka noya choski noyo kochuso de mate chichoya chubolo wa wonako potomte tak makechisa kiko ubakili watabunga dunko putoga wata. Und was genau ist mein Vorteil dabei? Yumpi putamala, bedwana nibochi chichupa kumba. Esupuda nupajunki, paguta ji uta vukise. Endlich komme ich dazu, Chaos zu verbreiten. Chiholukuta, chubu ikatsfu, undole. Ja, geil. Behandlungskosten. Welche Behandlungskosten? Eben, ich beschütze dich immerhin. Deine Behandlungskosten also. Heldenbereich, Drum und Cast Dschungel. Genau, wir sind ja schon richtig. Locke Greg hervor und besiege ihn. Und besiege Gregs Mandalorianer 8 Stück. Also, liebe Xanchinai, weißt du noch unsere alten Freunde, die mal böse angeschaut haben? Die dürfen jetzt dran glauben. Wir schauen sie nicht mehr böse an, wir stechen zu. Ah, dort. Weil wir noch... Okay, wir lassen das jetzt mit freundlich begrüßen und dann abstechen. Geil. Oh, immerhin gibt's noch ein paar Credits. Yay. Och, was war das denn gerade? Was?
Da ist gerade noch irgendein Vieh zusammengebrochen. Gehäutete Dschungelkatze. Ja, das war Kollateralschaden. Nebenbei, hi Finn! Komm vor in unserem Business. Ja, Gruß von Let's Play Finn. Ja, Grüße zurück an Meister Finn. Meister Finn? So weit hast du es geschafft. Oh, ob wir es jetzt übertrieben haben? Nein. Oh, was? Da. Ey, du da? Ich verspotte dich, greif mich an. So. Was? Die sind schon draufgegangen? Ja, das. Gewöhnliche Gegner sind auch nicht mal das, was sie mal waren. Oder Elite? Elite, ja. Ich glaube, das waren Elite. Ja, das waren Elite. Sehe ich ja gleich nochmal. Ja, Elite. Aber gut, die sind gerade mal auf Stufe 11. Ja, auch wieder wahr. Cracky Crack, wo bist denn du? Ah, ich glaube, hier im Zelt mussten wir. Ja. Aktivieren. Du bist soweit? Ja. Gut. Ich frage mich nur, wieso wir ihn nicht schon längst getötet haben. Weil wir ihn hervorlocken müssen, ja. Na, deswegen noch Arbeit extra machen. Jappa! Will uns jemand den Gegner klauen? Nee, so einfach funktioniert das nicht. Ich sage nur, dass das versuchen wird. Fleckige, Stufe 18, wuhu! Bollwerk! Also ich habe die des Bollwerks bekommen. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ich habe die des Machtlords. Fleckige MK, eine des Bollwerks, sehr schön. Da sind ganz coole Sachen dabei. Nee, da ist das andere besser. Okay. Cool. Aber trotzdem cool. Yay. Und die erste Heldenmission abgeschlossen. Was? Helden? Wo? Wir. Ach ja, das die normalen Gegner. Damit will ich sie diskreditieren. Ihr seid nur normallos. Werd, beeil dich mal da hinten. Unterhalte dich nicht mit ihnen. So. Nee, eher so nach dem Motto, was war's so? Kommst du jetzt dahin und dann, weil so ein NPC-Charakter so Zunge bis zum Boden so. Wartet auf mich, ich kann nicht so schnell. Erfahrungspunkte wären doch nett. Melare? Wenn die so schnell umkippen würden. Ich mache jetzt gerade mal schmale Augen in deine Richtung. Ach, Lauli hat sich jetzt auch bei mir im Chat gemeldet und unterhält sich gerade mit Velar. Wobei, ich muss noch mal ganz kurz einen Blick reinwerfen. Ja, schau mal, was die zwei machen. Das ist mir nicht geheuer. Ja, Lauli, was geht ab? Nicht viel. Ich sitze. Wow. Beim nächsten Stream, oh Gott. Ich wusste es. Die schließen ein Bündnis. Malkaf unterbinde so etwas. Bündnis 90. Was? Ich glaube, das wollen Vela und Lauli machen. Bündnis 90.
Wobei, nee, Mobbing halt das, eher. Ja, ich wollte gerade sagen, das geht ja nicht auf, weil Lauli ist ja nicht 90. Der Velare sah eine 90. Ich glaube, er ist, keine Ahnung, 91, 92? Aha, Schauplätze. Die Wildnis. Guck mal, Mobbing-Opfer. Oh, geil. Oh, cool. Was hast du? Cool. Mobbing-Opfer umgefallen. Oh, cool, Mobbing-Opfer umgefallen. Das ist noch mal gut. Ja, du hast doch gesagt Mobbing. Ja, ich bleib auch dabei. Nein, uff, Jalo. So, wo wollen wir durchbrechen? Checkst du so Xenxinai? Einmal gemobbt, nie mehr gestoppt. Wow. Mal gucken. So. Yay, klappt gut eigentlich. Ich schau mal kurz was nach. Ah, wenn du jetzt mal kurz die Karte öffnest, du findest, wenn du Ressource ausgewählt hast, ja, links von uns so ein Symbol. Ja. Da können wir hingehen und können so dann die Sachen zusammenfahren. Rums. Mal gucken. Ah, dort in der Richtung ist was. Ach, hier. Erstmal. Das gut. Überlasse ich dir. Gut, okay. Meine Archäologie ist jetzt bei 9. Damit kannst du auch manuell die Archäologie in die Höhe treiben. So. Weil dann musst du nicht die ganze Zeit immer diese Archäologie-Quests mit den Gefährten machen. Ach so, okay. Und Spaß-Credits. Ja, das vor allem. Aber halt Unterwelthandel zum Beispiel. Bei mir, ich habe ja glaube Unterwelthandel. Nee, Schatzsuche habe ich. Bei dir dürfte es glaube ich Unterwelthandel sein. Schauen wir mal. Sündficker, ja, Unterwelthandel. Genau, da musst du halt die Quests machen. Weil solche Sachen wirst du halt nicht einfach so finden. So, dann gehen wir mal weiter. Genau. Bis jetzt keine weitere Quest, aber hier oben ist wieder was mit Archäologie. Ja, genau. Da kippt er um. Da. Amorphe rote Kristallformation. Oh, nett. Matt, scan mal bitte für mich. Danke. Archäologie liegt bei 8. Gut. Ach da. Nee, das Spiel ruckelt irgendwie aus irgendeinem Grund bei mir, wen Finn. Ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht. Aber ich könnte mal schauen, Grafik. Blumen. Mein PC ist nicht scheiße. Ich schalte mal auf Vollbild. Einfach mal schauen, ob es dann besser ist. Besser wird. Gott. Nee, das ist gerade echt scheiße. Richtig scheiße.
Ich habe halt jetzt auch gerade keine Ahnung, woran es liegen könnte. Nee, ich sehe noch ein Viertel des Bildes. Ach so. So. Muss ich es mal kurz mal ändern. Alter. So, ich hab's jetzt mal auf 1280. Ja, Signal out of source. Das war mir klar, dass das kommt. So, dann ändere ich das wieder zurück auf 1920. Ha. Ich verstehe dieses Spiel. Okay, gut. Ich nehme es zurück. Ich verstehe. Nein, es ist immer noch... Okay, es hat jetzt einfach mal sozusagen die Welt vierfach so hoch gerendert. Jetzt ist es passt die UI, aber... Mein Charakter ist jetzt so rechts unten. Nicht mehr mittig. Okay. Ich verstehe gerade echt nicht, was das will. So, ich gehe jetzt wieder auf Vollbild-Fenstermodus. Ja, im Grunde schon. Da muss ich jetzt wahrscheinlich wen damit leben, weil ich weiß, dass bei manchen Spielen der Fenstermodus Lags erzeugt. Ich weiß nicht, ich glaube, irgendein Spiel war das noch. Da konnte ich definitiv auf den Fenstermodus die Lags zurückführen. Ich glaube, Division 2 war's. Wenn ich das im Fenstermodus gespielt habe, habe ich Lags ohne Ende gehabt. Aber wie, ich habe im Vollbild schon butterweiche 60 FPS. No problemo. Prost. Oh, du hast das gehört. Entschuldigung. Hashtag stay hit rated. Und dann so hier wie bei was war's? Die nackte Kanone 2,5, den einen den Feuerwehrschlauch ins Maul gepumpt und angedreht und der wird immer dicker, der geht dann schnell rein und dann kurz nach der Gäste nichts passiert, die Tür geht gerade so und da hörst du nur so boff. Okay. So. Wo ich auch so dachte, lustig. Die nackte Kanone war schon sehr was Eigenes, aber ist gut. Das kannst du laut sagen. So. Ja, okay. Werde ich jetzt wahrscheinlich wieder, wie gesagt, mit dem Fenstermodus erstmal weiterspielen. Ist halt leider wen. Ja. Ja. Ruckelt wen. Es ärgert mich. Ja, gut. Vielleicht können wir da noch irgendwann mal genauer danach gucken, woran es liegen könnte. Hier gibt es eine schöne Quest. Ja. Oh. Ah. Endlich. Jemand, der auch in einer Krise einen kühlen Kopf bewahren kann. Aufständische Sklaven haben mein Team im Dschungel überfallen. Sie haben Waffen und Vorräte gestohlen. Und als ob das nicht genug wäre, haben sie auch Bauteile aus unseren Türmen geplündert. Ohne diese Komponenten baut sich in einem der Blitztürme eine gefährliche Menge an Energie auf. Er wird halb Car City zerstören, wenn er explodiert. Du weißt, was ich... Ich würde mich ja gerne unterhalten, aber ich muss los. Wartet. Das Imperium braucht Leute mit euren Talenten. Die meisten meiner Leute sind geflohen. Einige haben versucht, die Turmteile zurückzuholen, aber die Rebellen haben sie erledigt. Ich bin als Verstärkung zurückgekommen. Wir müssen die Komponenten wieder beschaffen, die Rebellen gestohlen haben, und diesen Blitzturm wieder ans Netz bringen. Wenn wir nicht bald handeln, wird es kritisch. Der Rebellenabschaum wird sich wünschen, die Blitztürme niemals angerührt zu haben. Ausgezeichnet. Dann warte ich noch etwas, bevor ich Alarm gebe. Die Rebellen haben ihr Lager am Fluss aufgeschlagen. Schießt sie nieder, nehmt ihnen die gestohlenen Komponenten ab und baut sie wieder in den Turm ein. Wenn der Fluss sich vom Rebellenblut rot färbt, lasse ich einen Bonus springen. Krümelmonster. Ihr Schokomonster. Nee, Krümelmonster. Wir sind da Rinder, glaube ich. Ich habe noch nicht mal meine Ding. Schokokookies angepackt. Hey, meine Rittersport liegt auch daneben und ich pack sie nicht an, während wir streamen. Weil dann könntest du mich Krümelmonster nennen. Ah, Suchradius. Wir müssen noch ein bisschen weiter rein, aber ich vielleicht dem Weg folgen.
Keine Ahnung. Ich guck mal kurz. Schoki, es lebe die Schoko! Also hier ist ein Fluss, hier sind Monster. Töten Monster. Okay. Siehst du, klappt immer. Aber wir sind falsch, oder? Ja. Warte mal. Also wir sind gleich im Suchradius, ich glaube. Kann man da hoch? Hm. Ach nee, das ist nur so ein... Okay. Verflixt. Dabei dachte ich, das wäre richtig... Obwohl, dorthin ist ja auch noch ein Weg. Ja, dann gehen wir halt zurück. Also gibt ich soll den Finn ausrichten. Offiziell nein, aber egal. Schoki for the win! Ey, nichts geht über Schokolade. Natürlich geht nichts über Schokolade. Nur Schokolade geht über Schokolade. Ich würde was sagen, darauf? Das ist ein rebellisches Lauf. Ja, geil. Ihr wolltet etwas sagen? Oh, da ist golden. Turmmodulator, Turmkondensator, Turm. Turmkondensator. Dann nur noch Turmüberlastungsschutz und Modulator, ja. Mal schauen, wer von euch irgendwas davon dabei hatte. Und? Rums. Das ist wieder golden, also diese Person. Ja, hier auch gerade. Überlastungsschutz. Oh, ich habe alles. Gut, hier können wir wieder zurück oder zum anderen Punkt? Ich muss gerade mal gucken. Wir müssen irgendwie den Weg zurück und dann irgendwie dorthin. Ja, klingt gut. Mach mal. Ich behalte mal noch so ein bisschen die Map im Auge. Vielleicht gibt es ja hier irgendwie wieder Ressourcen. So, stimmt ja. Huch. Ich habe nur Chat gelesen. Mhm. Ja, ich habe gerade schnell hier einen Begleiter losgeschickt zum... Ja, na, ich habe über Mineralöl verseuchte Schukis gelesen. Ach so. Behauptet wer? Lauli. Ist sie... Schoki-Expertin? Ach, okay, ich wollte gerade sagen, ist sie kein Schokoladenliebhaber. Rin. Oh, doch. Oh, doch. Ich wollte gerade sagen, ich gebe dir einen Tipp. Ja. Nehme ein Stück Schokolade, gern auch Schokokeks, halte es in der Luft und hoffe inständig, dass deine Hand noch dran bleibt. Lauli, guck mal, was ich für dich habe. So, weißt du, wie es so tut? So, guck mal, hier ein Leckerli Schokokeks und auf einmal. Hast du nur keine Finger an der Hand? Ich wollte eher gerade sagen, du kennst vielleicht die EA-Pressekonferenz von Devolver Digital. Ach, E3, ich habe jetzt irgendwie EA verstanden. E3, genau, E3. Auf einmal fehlt mir die Hand und ich schreie dann auch so, wow, das Blut spritzt so blöd. Oh, genau, die war gut. Unbedingt die Devolver Digital Pressekonferenz anschauen. Genau. Oh, weiße Lauli-Hai. Die Fresserin des Schokis. Und dann auch so weiße Hai-Musik, so Weißt, während du den Schokokeks so in der Luft hältst, kommt immer so Haarschweif. Naja, anstatt die Haifisch... Haifischflosse. Flosse oder Finne, wie man die nennt. Hier ist für dich die Ressource, wo du schnappen kannst. Wo ich bin. Da. Ja, danke. Kommt dann zu Laulis Haarschweif. Oh, da müssen wir aber Lauli dann eine Irokese verpassen. Boah, ob sie da mitmacht? Das wird schwer.
Ich meine, wenn sie dann auf einmal beginnt zu headbangen, das könnte wehtun. Ich würde sagen, niemals, mit ganz viel S. Ja, so steht's im Chat. Oh, da muss ich aber auch schnell eine lustige Geschichte erzählen. Eine alte Bekannte von mir hat damals eine Wette verloren. Die haben gewettet, ja, irgendeine Wette war es, ich kann mich nur nicht mehr daran erinnern. Wenn sie verliert, muss sie ihre Haare abrasieren bis auf 1 Zentimeter. Wow, das war hart. Wieso hat sie sich drauf eingelassen? Weil sie dachte, sie könnte gewinnen. Fun Fact, sie hat nicht gewonnen. Hat sie es wenigstens auch eingelöst? Sie hat es eingelöst, ja. Weil ich habe sie damals... Huch. Weil ich habe sie mehr oder weniger halbwegs so kennengelernt. Damals war sie noch 13 oder 14. Wow. Und dann, ja, aber die, dann hat sie, klar, ganz normal ihre Haare wachsen lassen. Aber ich musste sagen, ihr stand eine Kurzhaarfrisur verdammt gut. Ich habe schon einige Frauen kennengelernt, die es mögen, halt so eine Kurzhaarfrisur zu tragen. Also nicht wirklich lang, also Pony schon gar nicht. Und es ist nicht wirklich schlecht, nebenbei Archäologie-Links von uns. Ja. Ah ja. Von Finn, Memo, niemals mit euch wetten. Also nicht mit Malkap und schon gar nicht Velare. Ey, ich trage gern meine Haare kurz. Ich glaube, dass kurze Haare tragen ging's nicht wirklich. Ach so, okay. Top, die Wette gilt. Haarschneider ausgepackt. Top, die Wette rasiert. So. Ach nee, da vorne ist es. Ja, hier oben. Ja, hier ist es. Christopher. Okay, danke. Das letzte habe ich doch genommen. Okay. Liegt jetzt bei 16. Hey. Nice. Ich denke mal, die Kristalle kann ich ganz gut gebrauchen. Die kann ich dann später verarbeiten und kann dann Lichtschwertkristalle herstellen. Irgendwie sowas war's. Ah, guck mal, such ein Token. Wir haben fertig. Oh, okay, warte. So. Ihr könnt euch entspannen. Ich habe die Turmkomponenten ersetzt. Ich war kurz davor, den Evakuierungsbefehl für die Stadt zu erteilen. Gut gemacht. Die aufständischen Sklaven werden es sich in Zukunft zweimal überlegen, sich an imperialem Eigentum zu vergreifen. Asche. Also von Finn kam der Vorschlag, man kann ja mal ein Komplettwechsel in Betracht ziehen. Also da, Finn, du hast gerade Vorschläge hier reingebracht, die jenseits der Schmerzgrenze gehen. Was? Ich ja. Was ist das jetzt? Weg. Was? Was denn? Ach so, nee. Ah. Nee, mein Begleiter kam nur zurück. Oh, Waxing hier. Oh, ich glaube, das habe ich dir schon mal erzählt mit einem Bekannten. Der hat sich beschwert, weil Nassrasieren sein ganzes Gesicht und so, ja, er ist jetzt auf Trockenrasur umgestiegen. Und wie läuft's? Naja, tut auch höllisch weh, aber seine Haut ist glatt, aber halt extrem gereizt. Wie rasierst du dich denn? Oh, mit dem Epilierer. Okay. Und ich auch so dachte, what the... Junge. Das kannst du doch nicht machen. Doch, kann man. Mit Perfolzen. Oh, der Bart ist so flauschig. Ist der neu? Nein, mit Perwoll gewaschen. Ein Grund mehr Bart zu tragen. Ja. Yeah. Du, Fun Fact, ich hatte früher wirklich, Kindbart gehabt, so Ziegenbart, wie man den nannte. Halt den so richtig schön wachsen lassen. Da war bestimmt wie lang? 2 Zentimeter auf alle Fälle vom Kinn halt. Der kam eigentlich ganz gut immer an. Warte mal. Ach nee, ist nur Transport. Ja, der kam zwar ganz gut an, aber in anderen Fällen war das einfach nur ein Kratzer. Ja, Lauli sagt da gerade was. Trotz Bartpflege war das halt so ein
Die Kratzer. Ich sag's mal so. Ich habe schon meinen Neffen daraufhin antrainiert, weil ich ein fauler Rasierer bin. Das heißt, alle 3 Monate rasiere ich mich mal. Wow. Ich bin faul, okay. Ich geb's zu. Und ich sag's mal so, mein Neffen kam irgendwann so an, hat mit seiner Oma geknuddelt, hat Opa geknuddelt, weil ich immer gemeint, wieso knuddelst du nicht mit mir? Und irgendwann hat er, halt mal gesagt, ja okay, machen wir mal. Und dann so irgendwann, wo ich so Vollbart hatte, oh nee, nein. Ich so, ich bin doch Captain Flauschibart, mich musst du noch mögen. Und dann war es ein Synonym dafür, dass ich ihn einschüchtern kann. Weil immer ich gesagt habe, hey, Captain Flauschibart, komm, wumm, war der weg. Ich habe hier eine Quest. Cool. Gut, ich beteilige mich mal. Captain Flauschibart, und dann ist dem sein Gericht voll blutig zerkratzt und so. Ich weiß nicht, wo wir das Gespräch hatten. Oh, genau. Mit Scala hatten wir das. Eine Sekunde eurer Zeit, bitte. Ah, und ihr habt Kollegen. Unerwartet, aber das ist egal. Beobachter 20, imperialer Geheimdienst. Ungefähr so wie der Typ den Bart hat, so hatte ich den auch. Vom Aussehen her war er nicht schlecht. Aber vom Gefühl her haben viele gemeint, ist ein Kratzer. Das ist Stacheldrahtzaun. Ich bin mir sicher, unsere Daten sind sehr genau. Ihr seid neu auf Drom und Kass. Ups. Eine einzigartige Gruppe in einer einzigartigen Situation. Ihr müsst einen Mann treffen. Geht, wohin er sagt, und tut, was er verlangt. Es ist nicht gefährlich, aber ihr dürft ihn nicht in Frage stellen. So. Ich spiele mit. Aber wenn das ein Hinterhalt ist, werde ich euch jagen. Natürlich, mein Lord. Der Mann heißt Manda und er ist in einer Kantina. Sagt ihm, dass euch der Lord des Kummers schickt. Viel Glück. Wir werden uns nicht mehr sprechen. Sprich mit Manda. Manda. Hey, was habt ihr da? Ach nee, das ist uralt, was wir da hatten. Ja, weil ich schaue nur gerade in Discord nach. Ah, okay. Okay, gut. Dann ist am Freitag ausgemacht, oder? Was? Nee, Scala, Lauli und noch ein Kumpel von mir, wir haben was geplant. Ach so, okay. Und das ist für Freitag. Jetzt geplant. Ach so, okay. Ich dachte gerade, was? Wenn es zur Factorio geht, Freitag geht's nicht, ich muss arbeiten. Nee, hat nichts mit dir zu tun. Gut. Obwohl, du kannst teilnehmen. Wir haben noch eine Streckbank frei. Oh ja, ich wollte schon immer gern noch ein paar Zentimeter wachsen. Ja, ein paar Zentimeter wachsen. Oh, da war mies. Ich weiß, das ist schlecht. Oh, das stelle ich mir gerade wirklich so vor, wie so ein richtig fetter Klumpenkleber. Zack, ran ans Bein und nach Ratsch wegziehen. Also mit Waxing und so. Na, weißt du, wir lassen die Auswahl. Willst du Sekundenkleber oder Uhu-Kleber? Bastelkleber. Oh ja. Den man mit Wasser vermischen muss. So, was war mit dem? Frag mal einfach mal. 7 brutale, blutige Morde. 7. Und der Mörder läuft weiter frei herum. Aufrechte, gesetzestreue Bürger. Ehrliche Diener des Imperators werden abgeschlachtet. Und was tun unsere Sicherheitskräfte? Gar nichts. Ich habe den Mörder selbst gesehen, aber die Behörden meinen, ich hätte keine Beweise. Ich fordere Gerechtigkeit. Was bringt es, mir davon zu erzählen? Ich bin nicht dazu geeignet, ihn zu konfrontieren, aber jemand muss es tun. Vor einigen Tagen sah ich einen Kopfgeldjäger, der scheinbar zufällig Leuten folgte und dabei mit einem seltsamen Gerät auf sie zeigte. Die Beschreibungen der Mordopfer passen genau zu den Leuten, denen der Jäger folgte. Er steckt hinter dieser brutalen Mordserie. Ich weiß es. Nur ein Feigling würde wehrlose Leute aus dem Schatten heraustöten. Und nur ein tapferer Wächter wie ihr kann diesen Feigling zur Rechenschaft ziehen. Ich bin dem Mörder heute Morgen gefolgt.
Dieser Fremdling hat sich in die Mandalorianische Enklave geschlichen. Jemand nannte dort seinen Namen. Rennigan. Dieser Kopfgeldjäger soll erfahren, dass das Imperium nicht tatenlos zusieht, wenn außerplanetarischer Abschaum seine Bürger tötet. Er muss bestraft werden. Also, Nachricht von Finn, 10.000 T-Spezialkleber, damit es definitiv wehtut. Die wollen ja auch was sehen für ihr Geld. Ich streame das kostenlos. Die bezahlen kein Geld. Aber ich würde es trotzdem machen. Boah, das erinnert mich gerade an, oh, wie hieß denn der Film? Hostel. Ach, Hostel, oh. Ohne Witz, den ersten Teil fand ich ja noch soweit ganz geil. Den zweiten, ja, der dritte, das war ja schon eher eine Wettshow, wo ich so dachte, oh, das darf doch nicht wahr sein. Das ist aus dem guten alten Prinzip geworden. Wollt ihr mich versemmeln? Ja, wollten sie. Übrigens, hier rechts ist, was? Ach, Festungseinführung. Ach so. PvP, Missionsterminal, nee, Kantine. Und hier rechts, nee, will ich ja auch nicht. Ein besseres Angebot. Nee, will ich auch nicht. Ah, Vermächtnishändler. Ah, ja. So. Ne, ich bin nur kurz angehalten und hab mich gekratzt. Ja, ja. Wohin zuerst? Ich glaube für... Ach, da unten ist jetzt was. Ach, ich dachte, können wir das Festung machen. Ansonsten, eigentlich alles ist oben. Also das mit der Festung heißt eigentlich, man kaufe eine Festung. Und man hat dann ein... Eine Festung. Eine Festung, genau. Auf dem jeweiligen Planeten. Siehste, überspringen wir das. Wir reisen nach oben. Alles klar. Zu wem? Wollen wir zur Mandalorischen Enklave links, dann können wir gleich die anderen Quests weitermachen. Genau, gute Idee. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Ich folge dir. Im Wagen hinter mir fährt eine alte Partysau. Ich kenn's eigentlich anders. Naja, wir können nicht immer das gleiche Lied singen. Im Wagen vor mir fährt ein junges Mädchen. Ich ihr bin ein Kerl. Ganz, ihr Fahrstil ist ganz typisch für eine Frau. Man darf ein 120, sie fährt 50 km/h. Dass eine Frau sein muss, das war ja klar. Ey. Ach komm, du hältst doch wirklich den Verkehr auf. Na los, ein bisschen schneller kannst schon fahren. Rechts unten ist das Gaspedal, jetzt drück halt bitte drauf. Oh Mann, du dumme Sau, du regst mich auf. Ey, du Sau hinter mir, jetzt komm und fahr auf, damit ich dich später verklagen kann. Also, so wie ich die zweite Strophe kenne, kenne ich sie auch ein bisschen anders. Ich habe noch eine Fähre zu erreichen. Würdet ihr wohl zur Seite treten? Wollt ihr vor euren Verbrechen fliehen, Rennigan? Na toll. 10 Sekunden später und ich wäre weg von diesem verdammten Planeten gewesen. Ihr habt auf Wrightsin gehört. Großartig. Hör zu. Ich habe niemanden getötet. Ich wurde nur angeheuert, damit ich irgendwelche Bürger markiere. Das ist alles. Dann gebt ihr also zu, dass ihr mit diesen brutalen Morden zu tun habt. Nein. Ich habe nie eines der Opfer angerührt. Meine Auftraggeber haben sie getötet. Ich wurde von einer Gruppe Sith angeheuert, um für sie Spiele zu organisieren. Ich wusste nicht, was das bedeutete, bis ich langsam die Leichen stapelten. Als ich sie darauf ansprach, lachten sie. Sie sagten, Sith hätten von Geburt an das Recht, niedere Geschöpfe zu töten. Für sie ist es wie ein Sport. Das riecht geradezu nach Fiasko. Früher oder später wird jemand Zeuge eines dieser Morde werden. Und dann will ich nicht dabei sein. Ich stecke bis zum Hals drin. Und ich werde von vielen beobachtet, also kann ich nicht einmal weg. Ich brauche Hilfe. Und würde auch dafür bezahlen. Habt ihr Interesse?
Ich kann für nichts garantieren. Ich will nur dieses Problem lösen. Und das geht wohl nur auf zwei Arten. Entweder das Großmaul loswerden, das mit dem Finger auf mich zeigt, oder dieses kranke Spiel der Sith beenden. Also bei meinem anderen Charakter habe ich mich um die Sith gekümmert. Mhm. Aber da war ich ja auch gut. Das bin ich hier nicht. Ich werde den Mann töten, der mich geschickt hat. Ich mochte ihn sowieso nie. Arme Abschaum. Hätte sich um seine Angelegenheiten kümmern sollen. Hier, nehmt das und markiert damit dieses vorlaute Miststück. Er wird das neue Ziel meiner Auftraggeber. Wenn ihr fertig seid, kommt hierher zurück. Ich werde eure Bezahlung bereithalten. Oh, geil. Yay. Also, die zweite Strophe, die ich halt kenne, geht halt so, wo dann die Frau singt. Im Wagen hinter mir, da sitzt mein Traumtyp. Oh Gott. So, wollen wir erstmal, ich glaube, eine Quest gibt es für dich auf jeden Fall. Und für dich. Warte mal, ich habe eine Quest für dich. Ich habe eine Quest für dich. Nee, das klingt blöd. Ja, statt ich baue eine Stadt für dich, ich habe eine Quest für dich. Aus Blut und Kampf und PvE. Ne, Velare meint schon, Malkaf singt jeden Donnerstag den gleichen Scheiß, auch in ihren Stream. Aber Hauptsache, er muss jedes Mal überall Rockstar Energy Werbung machen. Rockstar Energy Drink. Diese Werbung auch in ihrer Werbung. So. Vor allem, ich könnte mal einen Lehrer gebrauchen, weil ich kann, glaube ich, wieder was Neues. Ja, wütender Angriff. Ist eine Passivfähigkeit, okay. Ansonsten gehen wir mal rein, mal schauen, ob da Lehrer ist. Ja, bestimmt. Und für dich auch, oder? Ja, schauen wir mal. Ich wollte gerade sagen, warum bist du Stufe 18 und ich bin Stufe 17, bis ich gemerkt habe, Anni ist mein Begleiter, der Stufe 17 runtergedrückt wurde. So, also findest du nebenbei dafür, dass wir das auf Twitch streamen. Das Backsinken. Ich wollte es mal gesagt haben. Ich sag's mal so. Nee, besser nicht. Ich guck mal gerade. Ah, hier ist Sith-Krieger-Ausbilder. Ja, perfekt. Mal gucken. Wütender Angriff verringert die Abklickzeit von Ansturm, Spalter und Aegis-Ansturm um 3 Sekunden, erhöht die jeweilige generierte Macht um 2. Okay. So, ich schau und Störung. Und Lehrer für mich sein könnte. Warte mal. Ich glaube. Weiter Ausbilder. Oben. Ich, habe ich mal umgeschaut. Ah, da hinten ist er. Gut. Ich glaube, das ist dann auch die Hauptquest für dich. Dann gehen wir erstmal zu deiner Hauptquest. Ach, jetzt sollen wir zu meiner zuerst. Ja, ja. Warum nicht? Du meinst, ich habe keinen Rockstar Energy Drink verdient, Velare? Soll ich euch anweisen? Ich schwöre. Weißt du, was ich darauf mache? Ich öffne einen Rockstar. So. Also wollen wir weiter. Oh, er hat mir die Existenzberechtigung abgesprochen. Schon wieder? Ja. Weißt du, was ich daraufhin mache? Ich existiere weiter. Kennt ihr einen großen, hässlichen, dunklen Lord, der zur Hälfte Maschine ist? Er hatte eine Nachricht für euch. Verdammter Skotia! Was plant er schon wieder hinter meinem Rücken und was wollte er von dir? Er wollte dich sicher einschüchtern. Widerliches Monster! Er ist mehr Maschine als Lebewesen und gefährlich mächtig. Er steht mir schon im Weg, seit ich als Schülerin auf Drom und Kars eingetroffen bin. Solange wir Skutias Atem im Nacken spüren, können wir jedenfalls nicht mit der Suche nach Tulak Horts alter Macht beginnen. Dann sollte ihn jemand am Atmen hindern. Genau. Und dieser jemand bist du. Du wirst Skutia für mich töten.
Endlich eine Herausforderung, die meiner würdig ist. Gut, das ist genau die richtige Einstellung. Ich darf nicht mit Skutias Tod in Verbindung gebracht werden. Offene Machtkämpfe machen den Rat der Sith nervös. Aber niemand wird glauben, dass ein einfacher Schüler Skutia besiegen kann. Das ist unmöglich. Und genau deshalb wird es funktionieren. Das Unmögliche ist mein Spezialgebiet. So scheint es. Ich habe bereits begonnen, einen Plan zur Vernichtung Darth Skutias zu schmieden. Aber ein paar Puzzleteile fehlen noch. Draußen im Dschungel gab es kürzlich einen Aufstand von einer Gruppe Sklaven. Sie arbeiteten an einer Kolossstatue, die seitdem nicht fertiggestellt wurde. Ich glaube, dass Skutia etwas Wichtiges in der Nähe dieser Statue versteckt hält. Besorge die archäologischen Pläne dieser Gegend von einem der Sklaven und kontaktiere mich dann über den Holokommunikator. In biso se waitai spira presin kretai. In bise e wanata atragata indais. Ich habe ihm Einhalt geboten. Ich hätte ihn tun lassen sollen, was er will. Weißt, aber wie so ein Hund, der so aus. Böser Kemwal. Aus. So. Ja, wunderbar. Ah, Einflussstufe 5 habe ich bei ihm schon. Muss gerade mal gucken. Bei Wett. Wo kann ich das nochmal nachgucken? Ach, stimmt da. Ach, auch schon 5. So. Und nun? Na, gehen wir zu dir. Ja. Das höre ich gern. Schau mal in deiner Butze vorbei. Njum. Njum. Nitro. Ach, hier schon. Genau. Und gegen die unsichtbare Mauer klatschen. So, jetzt aber. Oh, Partytime. Ich werde mich hier unpflichtig benehmen vor deinem Meister. Ist recht, ist recht. Nicht eine Minute zu früh. Dein Zeitgefühl ist makellos. Kann es sein, dass es gerade um einiges kälter geworden ist? Ich sehe, du hast die Sklavin behalten. Ich hoffe, sie amüsiert dich. Du hast dich mit der neuen Umgebung vertraut gemacht? Hat mein Scherge dir den richtigen Weg gewiesen? Er ist ein pflichtbewusster Diener, der für eure Dienste lebt. Ein angemessen gebrochener Sklave ist die einzig vertrauenswürdige Kreatur der Galaxis. Deine Pflichten bringen Kontakt mit meinen verschiedenen Schergen mit sich. Richte dich nach meinen Direktiven und du kannst mit ihnen verfahren, wie es dir beliebt, ob Feind oder Verbündeter. Ihr könnt auf mein wohlbedachtes Urteil vertrauen, Meister. Sorgfältig habe ich ein gewaltiges Netz von Spionen und Agenten unter den Sith, der Republik und den Jedi errichtet. Überall habe ich Finger, Augen und Ohren. Ihr habt erfolgreich den Jedi-Orden unterwandert? Ja, meine Agenten sind vollkommen unbekannt. Und genauso soll es auch bleiben. Ich beobachte den Feind und schwäche seinen Einfluss von innen, bereit zum Schlag. Du bist mein Vollstrecker. Du beschützt meine Interessen, schüchterst meine Rivalen ein und vernichtest meine Feinde. Es ist Zeit, deinen Dienst anzutreten. Ein Militärschiff landet am Frachthafen von Car City, um mir einen Gefangenen von höchster Bedeutung zu liefern. Du wirst Commander Lankling dort aufsuchen und sicherstellen, dass seine Männer den Gefangenen erfolgreich abliefern. Das ist meiner Talente unwürdig. Kann Commander Lankling sich nicht selbst darum kümmern? Lankling ist kompetent, doch ich wünsche es so. Wir müssen immer mit einem Plan gegen uns rechnen. Vor allem, wenn viel auf dem Spiel steht.
Die Bedeutung dieses Gefangenen kann nicht genug betont werden. Such den Frachthafen auf und bleib wachsam. Du kannst gehen. Oh boy. Da war ja was. Jupp. Weil wenn ich das richtig in Erinnerung habe, muss ich erstmal Car City, dann wieder zurück und dann kann ich ebenfalls wie du dann zu diesem Koloss. So. Nee, wir haben ja eh noch das andere Zeug. Ach ja, ja, mit der Kantina und. Ja, stimmt. Da können wir eigentlich zwei Quests auf einmal machen. Das passt soweit. Da heißt es, wir bummeln zwar rum, aber wir kommen doch gut voran. Immer. Also wir machen immer etwas Fortschritt. Ja klar, das auf jeden Fall. Ne, das sind ein paar Sachen, die ich von WoW gelernt habe zumindest. Alle Quests einsammeln. Mhm. Dann schauen, wohin sie führen. Und dann so eine Route festlegen, wo man halt alles am besten einen Streich macht. Das klingt einleuchtend. Es ist halt nur das Problem, wenn dann eine Quest so hin und her führt, dass halt etwas außerhalb der Route funktioniert. Ja, das ist dann halt. Aber wie gesagt, wenn ich die Sith-Krieger-Phase noch richtig in Erinnerung habe, Car City zuerst und dann halt wieder zurück. Und nach dem zurück, dann kann ich auch zum Koloss. Ja, geh mal in die Innenstadt jetzt, würde ich mal sagen. Ja, genau. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Was? Ah, oh, ich lese gerade nur den Chat. Das ist der normale Wahnsinn nur. So, würde ich sagen, geh mal kurz mal beim anderen vorbei und dann können wir gleich zu dir schwenken in deinen Story-Bereich. Kann mal gucken. Ah ja, genau. Das ist jetzt eigentlich eher so. Oder warte mal, Katina? Oder wo meinst du? Was meinst du? Wir müssen doch hier Wang Reichzen. Ach so, ja, genau. Genau, den erstmal markieren, dann ist das erledigt. Genau. Markieren, ich heb das Bein. Was machst du da? Ich markiere dich. Das ist jetzt mein Eigentum. Schau dir meinen Gefährten an. Bei dem habe ich das gleiche gemacht. Der ist ja noch nass. Ah, perfekt. Und dazu renne Gin zurück. Okay. Ja, gut, das kann man ja später machen, wenn man dann mit der Story. Ja. Hauptquest ist ja gleich um die Ecke. Ja, die habe ich erst vor kurzem mal selber gemacht. Okay. Und dann Nexus-ROM-Kantina am besten. Das ist dann oben auf dem Weg zum Dingenzieher, wie heißt's? Ja. Und da können wir eigentlich wieder zurück zum Punkt. Huch. Dann musst du auch rein. Genau. Hab gerade von Gok eine E-Mail bekommen. Oh? 50% auf Divinity 2 Divinity Originals sind 2. Ah, ich glaube, das Spiel habe ich schon. Echt? Also ein Divinity-Teil, ich glaube, war es der 2er? Ich weiß es jetzt nicht hundertprozentig, habe ich mal angespielt. Und da habe ich die Fähigkeit erlernt, was Gedanken zu lesen. Und da bin ich an 2 rangekommen, der einen, wie nennt das sich? Hardy und der andere Stan und dann der eine so Oliver und der andere dann so Laurel und ich so hä? Oder was meint die damit? Und dann bin ich dahinter gekommen, boah, Oliver, Hardy und Laurel, Stan, dick und doof. Wow, die Anspielung. In Ordnung, Männer. Bringen wir dieses Stück Carbonit schnell zu seinem Besitzer.
Hey, Captain Ahnungslos. Boom. Oh, ich hab euch nicht eintreten sehen. Lord Baras hätte kein Empfangskomitee schicken brauchen. Ich bin hier, damit ihr eure Arbeit erledigt. Ich glaube kaum, dass das notwendig ist. Meine Männer und ich haben schon weitaus gefährlichere Aufgaben für Lord Baras erledigt. Der Gefangene ist in Carbonit eingefroren. Es besteht also keine Fluchtgefahr. Und das ist verbündetes Territorium. Ich denke, hier sind wir sicher. So etwas wie verbündetes Territorium gibt es nicht. Nichts für ungut. Diese Art von Paranoia mag Lord Baras liegen, aber mir nicht. Leider müssen wir den alten Mann bei Laune halten. Schön, noch jemand mit Grips zu treffen. Bringen wir diesen überdimensionalen Eisblock zu eurem Meister. Nicht so schnell. Mein Meister hat diesen Eisblock bestellt. Also tretet vom Carbonitmann zurück und niemand muss dran glauben. Ich möchte einen Namen hören. Na los. Mein Name tut nichts zur Sache. Ich bin hier, um euch von eurer Last zu befreien. Ob das nun euer eigenes Leben mit einschließt, ist euch selbst überlassen. Schau, schau. Wenn das nicht Slestak ist, dein Meister den Eismann auch wollen, hm? Schade. Mir gehören. Ihr zwei kennt euch? Tumar zu kennen bedeutet Tumar zu hassen. Gilt auch für dich, Slestak. Wenn du nicht fliehst, schlag ich zwei Steine mit einem Vogel. Ich bin ein Narr. Ich werde Lord Baras nie wieder in Frage stellen. Was tun wir? Diese Herren wirken vernünftig. Wir werden mit ihnen reden. Tuma und seine Leute können das Wort vernünftig nicht mal buchstabieren. Ich buchstabiere nur ein Wort. Abmurksen. A-B-M-U-X-E-N. Ihr könnt es buchstabieren. Dann beweist, dass ihr es auch tun könnt. Ja, ich beweise, Sith. Jungs, zuerst Slestak, dann den Job. Na dann, ein Kampf um das Recht, den Landungstrupp auszurauben. Dauert nur eine Sekunde, auf Hetzer. Gemacht. Während sie kämpfen, liefern meine Männer und ich den Gefangenen an Lord Baras aus. Danke, dass ihr uns Zeit verschafft habt. Schön. Sprichwort, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Wenn zwei sich streiten, freut sich der Sith. Man nennt es auch eine Gelegenheit nutzen. Ja, gut genutzt, würde ich sagen. Ich mache mir nicht die Hände schmutzig, ausnahmsweise mal, und kann mich entspannt zurücklehnen. Sollst du zu Lord Baras zurück? Ja, einmal zu Lord Baras oder Darth Baras. Aber da können wir noch kurz bei der Kantine vorbeischauen. Ja, machen wir halt. Weil dann haben wir die Quest soweit dann auch. Stimmt, wir sollten mal mit den Gefährten reden. Ah ja, genau auch. Ah, stimmt ja. Ich glaube, da müssen wir hochgehen. Ja. Müssen wir auch, glaube ich.
Huch, was hat's denn da? Ach so, okay, nee. Ich dachte schon, das wäre ein Objekt, ein Wissensobjekt. Ja, wäre zu schön gewesen. Oh, nebenbei, hallo, Commander Willi. An, Commander Willi. Jetzt muss ich gerade mal schnell in den Chat schauen, wahrscheinlich wegen... ach, okay, nee, war einfach nur ein Huhu, okay. Gut. Ja. Du redest mit deinem Gefährten, nehme ich an? Yep. Okay, dann mache ich das mal auch. Wenn wir fertig sind, werdet ihr genug verschlungen haben. Animstre Fragibans, Imbatisundes, Pujangardos, Waiparpana. Euer Geld ist uns immer willkommen. Beehrt uns bald wieder. Wirklich beeindruckende Sklaven. Nicht wahr? Sie stammen direkt von Rylot. Echte Lostrani-Qualität. Für mich kommt nur das Beste in Frage. Aber die gehören zu Darth Tanatons exklusiven Sklavenstellen. Er wird euch hinrichten lassen. Ich hatte ja keine Ahnung. Überreicht sie Darth Tanaton als Geschenk der Ehrerbietung. Das ist eure einzige Chance. Eine ausgezeichnete Idee. Den Sternen sei Dank, dass sie kein Basic sprechen. Barana? Halt die Klappe, Sklave. Yay. Ja. Du bist auch soweit fertig? Ich bin auch fertig. Oh, cool. Und ich denke mal, Cam Val hat sich dir vorgestellt, oder? Ja, hat halt mir erklärt, ey, wenn du mich scheiße behandelst, werde ich dich töten. Ich so, aber du kriegst bessere Opfer, wenn du bei mir bleibst. Und er so, yay! Und wir so, Handschlag! Und dann war Quest vorbei. Okay. Kannst du doch mal schnell was schauen? Okay, alles klar. Der Lord des Kummers schickt mich. Hört gut zu, ich kann es nur einmal sagen. Bei der Bank steht ein Chiss-Sicherheitsoffizier. Gebt ihm diesen Spielchip. Er wird euch dafür einen kleinen Gegenstand und weitere Anweisungen geben. Und jetzt geht unauffällig weg. Okay. War das unauffällig genug? Warte mal. Irgendwas... Hier ist doch noch ein Auftraggeber... Hä? Angeblich soll hier ein Auftrag sein. Ach, Sozialobjekt. Abzeichen. Was? Was ist das? Elegantes Kleid, elegante Pantoffeln, elegante Hose, elegante Handschuhe, elegante Hut. Sozialobjektabzeichen. Ach, weil wir in der Gruppe spielen und wir dadurch Sozialobjektpunkte bekommen. Und je höher, dann können wir bei diesem Sozialobjekthändler Sachen kaufen. Können die dann selber einfärben, aufrüsten und so weiter. Und so fort. Glitzerpulver, blau. Ja, das habe ich auch gerade gesehen. Oh geil, her damit. Dann Guten ist die Abend. Quest, denke ich, no mal erledigt. Imperiale Zielvorrichtung. Imperiales Sozialabzeichen. Die Grundlagen des Teamworks, nicht bei uns. Ach, kaufe das Sozialabzeichen. Das muss ich kaufen. Okay, gut. Da holen wir es uns halt mal. Meine Herren, ich dachte gerade. So. Und jetzt? Quest fertig. Perfekt. Wollte gerade sagen, was hat das jetzt gebracht, groß? EP! Ja, schon. Aber ich meine hier einen Bonus irgendwie. Keine Für Ahnung. Eine kurze Zeit. Warte, ich schau mal schnell nach. Ja, schau mal nach. Ein Abzeichen, das zeigt, dass du die Grundlagen des Teamworks beherrschst. Aha. Gelogen. Ich beherrsche die nicht.
Ich schmeiß nur andere Spieler vor bei mir. Und wenn ich es nicht vergesse, dann heile ich sie. So ist mein, ja, Befinden. Ob das Teamwork ist, weiß ich nicht. Wie war das mit Team Toll? Ein anderer macht's? Ja, genau. So, wir haben jetzt die Auswahl. Wow, wir sollten rüber Richtung Markt auf die andere Seite wegen dem Sozialdingen. Wir können auch erstmal wieder zurück zu Lord Baras, da kannst du das abgeben und vielleicht schon die nächste Quest holen. Weil das liegt auch. Stimmt, da können wir noch zu Rennegan, genau. Ja. Stimmt eigentlich. Ich meine, das liegt auf dem Weg, können wir machen. Und dann können wir noch das andere machen, weil dann können wir dann gleich raus. Müssen wir nicht hin und her. Ja, weil ich habe jetzt schon die Befürchtung gehabt, dass, muss ich schnell offen sagen, Commander Willi hier Probleme hat mit PS4 anschließen. Aber normalerweise geht es recht schnell. Er hat sich nämlich eine PS4 mit Red Dead Redemption 2 geholt. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Dann viel Spaß, Commander Willi, mit Red Dead Redemption 2 auf der PS4. Genau. Und allgemein mit der PS4 und mit Red Dead Redemption 2. Irgendwie wiederholen wir uns. Aber nur ein bisschen. Ein bisschen. Witziges bisschen. Ihr habt diesen schreienden Idioten markiert, wie? Nur noch eine Frage der Zeit, bis sich die Sith auf ihn stürzen. Das wird nicht schön. Macht es euch nichts aus, dass er getötet wird? Ich gebe nur Informationen weiter. Ich versuche mir dasselbe über die anderen Opfer zu sagen. Ich bin nicht glücklich damit, aber entweder er oder ich. Er hätte den Mund halten sollen. Hier. Mehr Credits habe ich nicht. Danke für die Hilfe. Stufe 19. Geht's, hä? Und neun Fähigkeitspunkt. Mal sehen, wo ich den rein investiere. Verringert die Abklingzeit von Entfesseln um 30 Sekunden und halte dich bei der Verwendung von Entfesseln um 10%. Okay. Kriegshetzer. Wenn du angegriffen wirst, verringert sich deine. Okay. Bezwingen. Verwüstung lähmt das Ziel. Oh ja, her damit. Wenn ich verwüsten, also da. Halte mal, verwüsten. Ach, da, genau. Da diese Lichtschwert-Reihe, Angriffsreihe nutze, kann ich das Ziel 3 Sekunden lang lähmen. Klingt nicht schlecht. Ja, würde ich auch sagen. So. Dann gehen wir mal zu Lord Baras und. Ja, dann sind wir hierhin fürs erste, Anführungszeichen oben, fertig. Ja, genau. Dann ist das erledigt. Ja. Irgendwas wollte ich doch noch vorhin erzählen, aber ist mir entfallen. War wahrscheinlich nicht so wichtig. Ich habe noch 24 Stunden zu leben und 23 sind vorbei. Ach, nicht so wichtig. Wir brauchen das schon. Wie stand es damals im Postillon? Chirurgen retten unter schwerem OP-Einsatz eine Tagesfliege das Leben und haben 23 Stunden lang benötigt dafür. Irgendwie sowas. Wo ich auch so dachte, das kann ja auch nur vom Postillon stammen. Natürlich, Postillon ist für sowas bekannt. Lass mich rein. Apropos, sieht man jetzt eigentlich mal meinen Charakter? Oder? Ja, das war eigentlich voll okay. Cool, dann haben sie das gefixt. Nice. Langlin hat mich von einem Hinterhalt am Frachthafen unterrichtet. Offenbar werden wir besser beobachtet, als ich dachte. Ich habe eine Erschütterung der Macht verspürt. Sie droht, meine Träume zu durchkreuzen. Eine gravierende Bedrohung, die meine gesamte Machtbasis einstürzen lassen könnte. Dieser eingefrorene Mann ist ein Agent der Republik, der beinahe meinem am besten integrierten Spion auf Nar Shaddaa auf die Spur kam. Einem meiner Unsichtbaren. Die Macht gewährt mir eine Vision von Untergang
Und schon wird mein Spion, der keinen Fußabdruck hinterlassen hat, keine Spur, beinahe enttarnt. Das macht mich rasend. Vielleicht war euer Spion doch nicht so unsichtbar. Erkühne dich nicht, mich über meine Angelegenheiten zu belehren. Darin liegt kein Gewinn. Ich muss erfahren, was den Agenten der Republik auf die Fährte gebracht hat. Er ist der Schlüssel zur Aufdeckung dieser Bedrohung. Nun, während ich den Gefangenen auftaue und schmerzhaft jeden Tropfen Information aus ihm heraushole, habe ich ein paar Angelegenheiten, die deine besonderen Talente erfordern. Es drängt mich nach mehr Taten. Also kommen wir zur Sache. Tja, kein Frieden für die Bösen, schätze ich. Gehe zuerst zum imperialen Posten im Dschungel vor der Stadt. Commander Pritch ist dort stationiert. Er hat eine Ausschaltmission für dich. Ich nehme von Lakaien keine Befehle entgegen. Pritch versorgt dich lediglich mit Informationen, meine Schülerin. Ich muss mich nun diesem erbärmlichen Agenten der Republik zuwenden. Verlier keine Zeit. Ich habe noch mehr Aufträge für dich, wenn du damit fertig bist. Du kannst gehen. Ich komme immer noch nicht klar, woher Barras seine Ding hat. Ist es auch Bollwerk? Ja. Seine Maske her hat. Aber die kommt mir irgendwie verdächtig vor, aus irgendeinem anderen Spiel. Ja, die kommen mir auch bekannt vor. Ich kann es nur auch nicht einordnen. Ich meine, es war vielleicht aus dem RPG. Kann sein, ja. Aber aus welchem Spiel? Du, ich habe genau das gleiche Problem. Es liegt mir auf der Zunge und ich... Ich weiß es einfach nicht. Ja gut, auf der Zunge liegt es mir nicht, aber ich meine, ich habe die Maske schon, halt schon mal gesehen. Kann man auf Autofolgen stellen? Nee, ich glaube nicht. Warte mal, bleib mal kurz stehen. Spieler verfolgen. Danke. Lauf los. Echt? Okay. Wow. Okay. Dass das geht. Das ging damals schon in... WoW. WoW, ja. Und ich nehme an, du googelst jetzt nach. Ja. Auch geil. Mal gucken. Wohin? Toll, jetzt muss ich noch arbeiten. Ich würde sagen, wieder in die Innenstadt. Alles klar. Sprich mit dem Tschüss-Offizier, genau. Außer Reichweite, willst du mich verarschen? Ich bin in Reichweite. Wahrscheinlich, weil ich das Taxi benutzt habe, deswegen. Nee, ich habe ja auch gerade das Taxi benutzt. Und habe auf Innenstadt geklickt und da kam außer Reichweite. Okay. Wo bist du? Da. Ach, falsche Taste. Ach ja, hier. Warte kurz. Mhm. Spiele verfolgen. Weil ich habe zwar auch schon mal nach Darth Barras Maske gegoogelt, aber da lande ich immer nur auf Jedi Wikipedia Seiten. Also Jedi Wikipedia, wo alles drin steht über Jedi, Sith und so weiter. Nee. Oh Gott, jetzt bin ich gegen eine Maske gelaufen und habe aufgehört, dich zu verfolgen. Wow. So. Warte, ich komm. Ja. So, bin wieder da. Perfekt. Mal gucken. Ah ja, Spiele verfolgen, Tatsache. Im Moment finde ich nur Möglichkeiten, wie du die bekommst, dass sie andere bekommen sollen halt. Was? Was hast du getan? Ich? Ich bin tot. Was? Nein! Ich habe jetzt einmal nicht auf meinen Monitor geschaut. Ich habe nichts gemacht.
Okay, mein Charakter läuft einfach los. Wahrscheinlich besteht die Verfolgung immer noch. So, und jump mal runter. Ich habe jetzt nur Geräusch gehört, dass er gestorben ist. Also ich weiß auch nicht, was gerade passiert ist. Okay. Ich schaue gerade hier auf dem iPad eher. Ich schau gerade mal, weil es gibt ja auf alle Fälle Modifikationshändler. Da können wir unsere Lichtschwerter mit neuen Modifikationen. Oh, da bist du. Ja. Ich schau gerade nur. War ich da vorne? Ah, schon? Stufe 18. Ne, du warst auf einmal noch da, dann bist du auf einmal stehen geblieben, habe ich nur auf der Minimap gesehen. Und dann auf einmal warst du weg. So, wo müssen wir hin? Also ich gehe jetzt erstmal zu dem Modifikationshändler. Okay, dann warte ich kurz mal beim anderen vorn. Ich habe ja auch gleich Level up. Na, schaue ich trotzdem mal jetzt. Mal gucken. So. Dann nehme ich am besten was mit Schaden. Beherrschung und Ausdauer. Und das andere Heft. 9 Beherrschung, 9 Ausdauer. Ja, komm. Ich brauche auf alle Fälle, weil dann mache ich weil Verteidigung schon gut, aber Angriffskraft. Ja, weil wie gesagt, dann schaue ich mal, was ich da mal so finde über den sein Mask. Weil das interessiert mich jetzt auch. Also, jetzt muss ich gerade gucken. Vela hat geschrieben, das ist ein Allerwelt-Look, der Masken ähnelt oder Darstellungen von Köpfen und Büsten etc. Naja, okay. Kein Wunder, wenn es ein Allerwelt-Look ist. Dass er so bekannt vorkommt. So. Dann noch. Ne. Es sieht aus wie eine Büste. So, perfekt. Dann noch schnell. Das Lichtschwert auswählen. Und neu aufwerten. So. Perfekt. Schnell den alten Kram verkaufen. Und I am back in business. Back in business. Und dann mach ich mit dem Lichtschwert wenigstens ein bisschen mehr Schaden. 0,1%. Ja, vielleicht. Na ja, doch, 120 bis 143. Davor waren es, glaube ich, nur 70 bis noch was. Oh, okay. Ich habe einen Spielchip für euch. Und ich habe ein Paket für euch. Öffnet es nicht. Am besten seht ihr es nicht mal an. Es gibt einen MK-Droiden. Ich zeige euch, wo ihr ihn findet. Dorthin müsst ihr das Paket bringen. Lang lebe der Imperator. Wow, das ist jetzt wieder da unten links bei beim Flughafen, sag ich schon. Hier beim. Na. Ich weiß, wo du meinst. Mhm. Oh. Ich könnte schon mal was herstellen. Sehr schön. Zwar nur ein Verschweißungsteil, aber das passt. Ah, nett. Ja, ich brauche halt ein paar, wie nennt sich das? Phase Nilit Lösung ersten Grades. Dann kann ich mehrere davon herstellen und dann kann ich gucken, dass ich was herstellen kann. Ein farbiger Kristall. Aber dazu brauche ich halt noch andere Sachen. Ausdauer.
Kritischer Trefferwert und Angriffskraft. Oh, geil. Mit dem. Alter. Weil da kann ich, wenn ich das richtig gesehen habe, ich glaube, wir können auch untereinander Sachen handeln und tauschen. Oh, ich habe was vergessen. Zu erlernen. Ach, so, stimmt, das war ja da unten. Na, ich bin vorbeigelaufen. Kein Problem. Weil da kann ich dir nämlich auch ein Kristall zusammenbauen. Und dann kannst du nämlich mit deinem Lichtschwert auch, denke ich mal. Ich hoffe, dass es so klappt, wie ich es mir vorstelle. Na, schauen wir einfach mal. Ich habe ein Paket für dich. Für mich? Wunderbar. Und ich habe dafür etwas für euch, um meinen Dank auszudrücken. Wenn wir die Republik jetzt nicht auf uns aufmerksam gemacht haben, dann passt sie einfach nicht auf. Imperium für immer. Oh, die Quest ist auch endlich fertig. Yay. Oh, ein Stromwandler. Stufe 6. Really? Ja, Einfluss halt. Ach so. Ach, für... Okay. Ja. Wir sind jetzt ganz dicke Bros. Ja, bei mir auch Stufe 6. Oh, ich freue mich schon. Wenn's besser wird. So, jetzt mal gucken. Ja, jetzt haben wir nur noch... Also, ich habe Commander Bridge. Mal gucken, wo der ist. Ach ja, auch beim Koloss. Ja, dann haben wir halt noch die Festung hier. Aber das ist egal eigentlich. Ja, die Festung, die muss man nicht machen. Weil das ist eigentlich nur für sich selber quasi so, ja, hey, guck mal, auf dem Planeten hier, ich habe eine Festung, also ein Häuschen, was ähnlich ist wie eine Kantina. Du kannst sie selber einrichten, wie du sie willst. Hm. Ja. Und ja, kannst dann, wenn du, sag mal, Abonnent bist, wenn ich das richtig gesehen habe, hast du dann da auch einen Ruhebonus. Ja gut, vorerst habe ich ja erstmal kein Abonnement. Ja, ich ja auch nicht. Und ich glaube auch nicht, dass wir das unbedingt benötigen. Weil jetzt überleg mal, ich glaube, diese Mission, den Stecker ziehen, wo ich habe, ich glaube, das ist gerade mal für Stufe 11 oder 12. Und wir sind ja schon... Also halt Stufe 18 und 19. Ja. Aber da gab es, glaube ich, noch eine Quest hier links, wenn man rausgeht. Oder? Weiß ich jetzt nicht. Ne, die hatte ich nur damals angenommen, wie ich mit meinem Charakter gespielt hatte. Die war eigentlich langweilig. Braucht man nicht. Aber trotzdem, sie ist halt verfügbar. Wo läufst du hin? Ach so, dort links von der Stadt. Ja. Ach, ich glaube, das war eine Erkundungsmission auch wieder. Ich weiß, eine Erkundungsmission? Das war einfach nur, töte paar Druiden, die da durchgedreht sind. Ah, ja, genau. Und sammle deren... Genau, das war's. Dinge ein, ja. Ich glaube, da wären wir später noch vorbeigekommen, glaube ich. Weiß ich nicht, ich bin halt da, ich dachte halt mitnehmen. Fertig. Ja, okay. Ja, warum nicht? Mann, du bist so schnell unterwegs. Ich? Ja, du bist verdammt schnell unterwegs. Aber gut, du bist ja auch vor mir losgelaufen. Ich habe einfach nur schnelle Beine. Weißt du, ich provoziere mal und hau dann ab. Der Assassin's Creed gestern schon war ja schon halbe Katastrophe. Ach, geschafft, oder? Nee, ich habe alles verlernt. Oh. Ah ja, hier, Captain Eisen. Hier ist eine Mission. Eisen. Verdammt. Jetzt habe ich aus Versehen auf Gespräch beginnen geklickt. Ups. Freut mich, dass die Sith okay. Wenigstens im Griff haben. Dann warte ich mal so lange, bis du fertig bist und dann. Warte mal, kann ich abbrechen? Ja, kann ich. Ja, mit Escape, glaube ich. So, jetzt machen wir es aber richtig. Verflucht, unter meiner Aufsicht wäre das nicht passiert. Ah, freut mich, dass die Sith die Dinge wenigstens im Griff haben. Nicht wie dieser Zirkus von einem Imperium. Erst die Sklavenaufstände im Dschungel und jetzt das. Vor 30 Jahren wäre sowas bestimmt nicht passiert. Wieso fangen wir nicht ganz am Anfang an? Ich wurde zu dieser Baustelle geschickt, um das seltsame Verhalten der Droiden zu untersuchen. Es dauerte dann auch nicht lang, bis mich einer angriff. Ich bin gerade noch davongekommen. Aber viel schlimmer ist dieser Transmitter, den ich beim Droiden fand. Was hat das mit mir zu tun?
Apathie zerstört das Imperium von innen heraus. Ich habe meine Vorgesetzten gewarnt, was passiert, wenn sie die Sicherheit des Planeten nicht ernst genug nehmen. Irgendjemand, ein Unabhängiger, ein abtrünniger Sith Lord, benutzt die Droiden, um die Pläne von Cass City woanders hin zu übertragen. Was genau ist meine Aufgabe? Wir müssen an diese Transmitter gelangen. Wenn wir genug aus den Droiden entfernen können, werden die Daten, die sie schicken, unleserlich. Je eher wir die Transmitter entfernen, desto besser. Diese Informationen dürfen dem Feind nicht in die Hände fallen. Sammle Transmitter von defekten Droiden. Töten, töten, töten. Wir sind ja eh gleich da. Töten. Oder? Ja, die sind da unten. Ja. Einfach töten. Ja, Stufe 19. Nice, dann hast du jetzt auch einen Fähigkeitspunkt, wenn du K drückst für Geschichte. Mann! Gefechtsgeschicke. Hm. Müsste ich haben. Normalerweise. Ja, ich schau später nach. Oh, Frieden zerlegen, habe ich was. Erfolg abgeschlossen. Okay. So. Na. Haben wir es doch hier langsam. 3 von 5? Du auch, oder? Müsste doch, glaube ich, zusammenzählen, oder? Ja, normalerweise schon. Bei mir heißt es, ich kehre zu Captain Eason zurück. Wow, okay. Bei dir noch nicht? Nee. Hm, okay. Deswegen bin ich ja auch gerade ein bisschen verwundert, weil ich so dachte, what? So, halt, falsche Taste. Achso, stimmt ja, ich habe ja wieder Faser bekommen. Geil. Da kann ich wieder ein paar Sachen herstellen. Wett, mach dich mal nützlich, stell auch her. Velare, es ist kein Half-Life 3, also kann es nur schlecht sein. Was denn? Das neue Half-Life, Alex. Achso. So, hast du alles? Nur noch einen Transmitter brauche ich und dann. Gut, dann besorgt mit dir den. Anbrüllen. Hm, nix dabei. Mann. Oh, auch nix. Das darf doch nicht wahr sein. Jetzt aber komm, komm, komm. Jawohl, endlich. So, warte mal, können wir abkürzen? Yeah, oh, Alter, voll die Speedrun-Stats hier gerade, Mann. Voll die Speedrun-Stats gerade. Ich habe einfach nur eine Möglichkeit gesehen. Witzigerweise, es gibt sogar Speedrun zu Star Wars The Old Republic. What? Ja. Mehrere Kategorien von Level 1 bis Level 10. Der Rekord liegt, glaube ich, bei 8 Minuten oder 10 Minuten, ohne Bonus einzusetzen, ohne Vermächtniskram, ohne Abonnentenstatus, dann einmal mit Abonnentenstatus. Und es gibt sogar einen Speedrun zu, ich glaube, Sith-Krieger-Phase. Die komplette Story in wie viel Stunden? 9 oder 12 Stunden durchgespielt.
Nice. Aber nur die Hauptstory. Zurück? Habt ihr die Transmitter? Aber halt nur die Hauptstory. Hm. Nicht so überrascht, sonst denke ich noch, ihr hättet kein Vertrauen. Ihr habt recht. Ich schulde euch meinen Dank. Wenn ihr einen Moment Zeit habt, übermittle ich die Daten dem Oberkommando und wir wissen mehr. Das ist schlimmer, als ich es mir je ausgemalt hätte. Lord Gratan steckt dahinter. Er muss es sein. Es ist schlimmer, als ich es mir ausgemalt hatte. Es ist Crack. Ich dachte, ich kenne bereits alle Drahtzieher auf Drom und Kaas. Aber den kenne ich nicht. Er ist ein abtrünniger Sith, der aber genug Verbündete in Kaas City hat, sodass niemand ihn angreift. Er hat seine Spuren gut verwischt. Wir können es zwar nicht beweisen, aber Lord Gratan hat Sicherheitscodes und planetare Daten von Drom und Kaas aus nach draußen gesendet. Alles, was eine Invasionsarmee gut gebrauchen könnte. Major Shallister ist bereits auf dem Weg zum möglichen Invasionsort und nimmt jeden Soldaten mit, den er auftreiben kann. Sie treffen euch auf der anderen Seite der Brücke. Beeilt euch! So, haben wir das auch erledigt. Unerlaubte Übertragung Teil 1, oh ja, und Teil 2. So, Paxton, kannst du weiter Zeug herstellen? Ja, kannst du. Ah, stimmt, hier. So, was kann ich denn da noch machen? Für die Schadensreduktion um 3%. Ach genau, machen wir das. Ich glaube, wie ist da? Dunkle Heilung erhöht das Bewegungstempo des Ziels 6 Sekunden lang um 50%. Dieser Effekt kann nur einmal alle 12 Sekunden auftreten. Okay. Sprich, wenn ich dich heile, bist du schneller. Ja, aber auch nur alle 12 Sekunden und das für 50%. Das so oft heile ich dich auch wieder nicht. Oh ja, jetzt müssen wir da auch noch über. Wir machen das wie immer. Mit Karacho. Oh. Ey, really? Jetzt ist auch noch da hinten jemand. Was? Da kam ja, die auch an. Ja, wo hier gerade scharf auf mich wurde. Scharf? Ja, nee, nur beim Vorbeilaufen auf einmal wurde ich angegriffen. Hast ja mich gezogen. Oh, ah, wow. Jemand mit? Sorry, Credits kann ich gut gebrauchen. Yep. So, schauen wir mal. Was brauche ich denn für farbiger Kristall? Hab ich. Windkristall brauche ich. Edelstein ersten Grades. Oh. Das heißt, ja. Das ist eine seltene Zutat und die kriege ich nur mit dem Job Schatzsuche. Hm, okay. Und dazu brauche ich aber auch, wie heißt es, ist halt selten. Da brauche ich halt einen Charakter, wo halt richtig gut darin ist. Also wie zum Beispiel Wett, die hat eine höhere Chance, das jetzt zu bekommen. Je höher der Einfluss der Gefährten, desto größer ist auch die Chance auf seltene Gegenstände. Wenn ich das noch richtig gut zu wissen, sag ich mal. Oh, hier hat's was. Kannst du haben. Ressource, hier. Oben. Ah, da. Nimm du diesmal. Gut, okay. Diesmal durfte ich ja nehmen. So, meine Fähigkeit jetzt ist jetzt bei 17. Oh, 20 bei mir. Na, dafür ist Unterwelthandel schon bei 43. Respekt, bei mir 40. Gleicht sich aus. Huch, okay, wir haben hier oben einmal was. Und hier unten? Major. Ach ja, unerlaubte Übertragung ist unten, während oben Shallister.
Ja, oben Shellaster. Also müssen wir dorthin. Und unten ist was Neues zum Abholen. Ja, ich denke mal, die Mainquest geht da oben weiter, ja. Also Story. Unerlaubte Übertragung, ja. Wenn du das meinst. Die nehmen. Ich dachte, am Fuß des Kolosses für uns. Ach so. Nee, das ist komplett woanders. Nämlich in der Nähe vom Raumhafen von Drohmund Kaas. Ach so, oh, okay. Ja, das hier ist ja. Oh, einmal Heldenmission. Okay, Helden. Und, die machen wir jetzt. Ja. Während der letzten drei Tage wurden von Drohmund Kaas aus mehrere Übertragungen getätigt und von Schiffen im Orbit eines nahegelegenen Asteroiden empfangen. Die Übertragungen enthielten sichere Landekoordinaten für die Planetenoberfläche und Sicherheitscodes, mit denen man die Orbitalverteidigung umgehen kann. Befinden wir uns im Krieg? Sind die Jedi endlich gelandet? Selbst die Jedi sind nicht tollkühn genug, um Drohmund Kaas anzugreifen. Vor einigen Stunden haben kleine Fähren, die den Sensoren entgehen können, damit begonnen, Truppen auf der Planetenoberfläche abzusetzen. Diese Truppen sind brutale, fremdartige Söldner im Dienst des verbannten Lord Tytonus. Wer in der Sith-Politik bewandert ist, wird sich erinnern, dass sie die Rebellin war, die auf Beckerin ihr eigenes Königreich ausgerufen hat. Was für eine hervorragende Idee. Notiz an mich, über einen eigenen Planeten herrschen. Vorzugsweise nicht über diesen hier. Wir haben so schon alle Hände voll zu tun. Lord Tytonus hat genau den richtigen Zeitpunkt abgepasst. Momentan sind so viele unserer Truppen vom Planeten abgezogen, dass sie sogar Kaas City einnehmen könnte, wenn sie ihre komplette Söldnerarmee anfliegt. Wir müssen ihre Fähren an der Landung hindern und ihre Truppen zurückschlagen. Ich habe bereits alles aufgewendet, was mir zur Verfügung steht. Jetzt ist es an euch. Und ich glaube, wir müssen nochmal mit ihm reden, weil jetzt haben wir auf alle Fälle die Heldenmission. Okay, machen wir halt. Major Shellaster? Captain Eisen hat mich gebeten, vorbeizukommen. Er fürchtete, es gäbe eine Invasion. Freut mich, euch zu sehen. Wow. 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 Hat sich ja voll gelohnt. Yes. Ja, übrigens, es gibt einen Aufstand. Freut mich, euch zu sehen. Yes! So richtig stumpf einfach gerade. Gut, okay, können wir hier runter? Können wir die Heldenmission machen? Jo. Tschüss. Damn! Das war knapp. Warte. Ich hab damit gerechnet, dass ich das noch knapp schaffe drauf. Nur um dich zu erschrecken. Du müsstest jetzt eigentlich wieder am Leben sein, genau. Verdammt. Dann kannst du dich erstmal heilen. So, ich renne jetzt erstmal hier rein. Ja, Dummheit gehört bestraft, Velare. Diesmal hast du recht. Warte, bleib, ich heil dich gleich wieder. Was heißt heilen? Ich bin schon tot. Ja, wiederbeleben halt. Denkst du, kannst du es jetzt einfach nochmal machen? Mal gucken, vielleicht. Ich wollte mich eigentlich nur drehen und auf einmal habe ich gepult. Ja, ich sag's doch, Cooldown. Warte mal, ich kann eine medizinische Sonde rufen? Okay, das wäre auch. Warte. Ich hab schon. Okay, weil ich hätte dich jetzt versucht, wieder zu beleben. Ich schau mal kurz nach. Allgemein dürft's, glaube ich, sein. Gefahren wiederbeleben. Also ich kann, glaube ich, dich jederzeit wiederbeleben. Da haben sie da was geändert. Du kannst auch zürnen, ne? Oder so. Ja, ich hab's jetzt einfach so gemacht. Gott, das war echt dämlich von mir. Diesmal sind sie ein bisschen schwieriger. Ja, Stufe 14.
Gut, ist ja jetzt nicht so ein Unterschied, aber wenn es keinen Healer gibt, dann... Ui. Oder wenn der Healer tollkühn ist und nach Wiederbelebung einfach... Wow. ...nächsten Barbolt. Ist der hinüber, oder? Wow. Nee. Das hat mich jetzt gerade auch ein bisschen überrascht. Ah, okay, Infiltrator, da macht sich, glaube ich, für eine kurze Zeit unsichtbar. Okay, das würde einiges erklären. Weil ich dachte gerade schon, huch, was, wie... Oh, cool, danke. Oh, halt, ich hab was vergessen. Was? Jetzt. Ja, darum bin ich gestorben. Hahaha. Wir müssen eh, glaub, erstmal nach hinten die Thermaldetonatoren holen. Ja. Oder? Hol dir Thermaldetonatoren. Okay. Okay. Weiß jetzt bloß nicht mehr, wer alles Thermaldetonatoren hatte. Einfach alle umbringen. Irgendeine wird schon haben. Genau. Oh, da oben gibt's wieder was für die Archäologie. Dann holen wir es uns. Also, du bist hier an der Reihe. Möchtest du oder soll ich? Oh, ich war letztes Mal. Weil ab jetzt geht's halt richtig los. Ich glaube, ja, bis Stufe 40, glaube ich. Also 40 Punkte hier mit Archäologie. Beim nächsten Planeten bis Stufe 80. So. Oder Punkt 80. Ach, da war hier noch einer. Und das war's mit dem. Oder? Ja. Hier, bevor wir ganz intim werden. Ah, Thermaldetonator. Wir müssen die Abrissexperten, glaube ich. Ja gut, dann vernichten wir die. Ja gut, wir vernichten eh alle. Da unten noch mehr. Hier ist ein Abrissexpert. Ah. So, bei mir hat er auch noch was gehabt. Perfekt. Zwei von drei, nur noch ein. So, schauen wir mal. Vollstreck. Infiltrator. Abrissexperte. Okay. Auha. Perfekt. Wenn ich den jetzt nehme, müsste ich alle haben. Und? Gut. Dann können wir weitermachen. Perfekt. Ah, dort oben hat es, glaube ich, wieder Ressource, wenn wir brauchen. Ah, gut, wir müssen eh nach hinten. So. Ja, dann gehen wir hier da hoch, würde ich sagen. Ja. Und einmal nach unten müssen wir auch noch. Ja. Ich habe jetzt einfach mal damit gerechnet, dass mal hinten rauskauen. Was war das hinten? Wann das? Ich guck gerade, wo war das? Ach, hier bei mir. Hier ist was. Wo bist du? Um das Schiff rumgehen? Ja. Hier. Ah, hier. Ach. Ah, perfekt. Zählt doch für mich. Da haben wir das hier erledigt. Nummer 1 von 3. Da müssen wir nur noch nach dort hinten hoch. Ja gut, da können wir auch da machen wir einen Rundkurs gehen, da können dann zurück. Genau. Ja. Und können noch mehr abschlachten. Und das Artefakt gehört dann im Übrigen dir diesmal. Okay. Bin ich jetzt bei 21.
Ja, bei mir ist 24 mit der Archäologie. Ich will töten, töten, das will ich jeden Tag. Und da ist er umgekippt. Ja, für einen Bonus brauchen wir eh noch ein paar. Ja. Schiff, komm her. So. Was ist denn das? Eine Datenstation ist da hinten. Datenstation? Hä? Hier was? Leben die zwei Gegner, wo ich angreife gerade. Ach so. Ach so. Oh, Stufe 20 erreicht. Gratis-Spieler erhalten ab Stufe 20 langsame Erfahrung und Tapferkeitspunkte. Erfahrungsreduzierungen können mit Erfahrungsschub Gegenständen vom Kartellmarkt ausgeglichen werden. Hm. Ja gut, ich habe ja selber noch ein paar Erfahrungsschub-Boost-Punkte bei mir. 3 Stück. Und für 3 Stunden lang wird sämtliche gewonnene Erfahrung um 25% erhöht. Ganz ehrlich, mir kam das Level hier eh schon zu schnell vor. Da bin ich auch, wenn es mal wegen Gediechner geht, eh schon happy. Ach so, ach das hier. Ich sehe gerade, was? Passage zum Tempel der dunklen Seite? Nee, Quatsch. Datenstation, keine Ahnung, vielleicht wird es doch irgendwann relevant. Ja. Aber momentan nicht. Ja, weil, mein Problem ist jetzt mehr oder minder, das ist immer noch zu leicht. Wir machen schon die Quest für 2 Leute. Mhm. Ah, perfekt. Ja, die Sache ist vor allem auch die, wie gesagt, da gab's mal, wann war's? Letztes Jahr? Zu Weihnachten. Hatte ich auch jede Menge Zeit gehabt. Da gab's, komm schon, wie nennt man das? Ein Event, doppelte oder dreifache Erfahrungspunkte mehr, oder wenn nicht sogar das Vierfache. Hab gedacht, ja komm, spielst ein bisschen, machst 2, 3 Flashpoints und zack, schon war ich, das ist gerade mal der zweite Planet, bei Planet Nummer 3 war ich schon Stufe 40 oder drüber. Also, das Leveln geht schon recht flott. Oh, halte mal. Wir müssen nach dort hinten... Wenn du die Karte öffnest, ja, dann müssen wir runter und dann nach links rechts. Und dann gibt es am Ende des Weges einen Weg nach rechts. Genau. Gut, du wärst fast gestorben gerade. Wär ich? Ja. Wieso? Ja, vorhin beim letzten Kampf. Achso, hab ich gar nicht gesehen. Peinlich für mich, ich habe da echt nicht auf Heilung geachtet. Oh! Das war knapp. Schubs. Und du gleitest. Und du gleitest drunter wie eine Feder bei mir gerade. So, und dann müssen wir, glaube ich, hier rechts runter. Wieso gehen sie alle wieder auf mir? So. So, jetzt aber. Oh, da ist noch was. Oh, perfekt. Der kam wie gerufen. Ja, das ist ja meistens so bei Free-to-Play-MMOs, dass man hier an die Erfahrungszeug schrauben, das eigentlich fast das halbe Spiel schon kaputt macht. Das hasse ich immer. Und ganz nach dort hinten. Ja, weil ich bin jetzt mal wieder so frech. Ja. Ich habe nur gerade einen Chat gelesen. Achso. Weil gemeint hat, damals haben sogar die neuen Skills beim Ausbilder was gekostet. Ja. Skill Trees etc. Genau, also wie jetzt, wenn du K drückst, Gefechtsgeschicke.
Steve hat mir damals gesagt, früher, da musstest du genau achten, welche Fähigkeit du nimmst, damit es optimal passt. Und ich habe übrigens Beben gelernt, eine Passivfähigkeit. Ziele, die durch dein Zerschlagen oder durchschlagender Hieb Schaden erleiden, werden unsicher. Die Nah- und Fernkampfpräzision von unsicheren Zielen ist 45 Sekunden lang um 5% reduziert. Außerdem ist der durch Machtschrei verursachte Schaden um 40% erhöht. Cool. Yay, nice. Also kann ich die Gegner mit meinem Schrei noch mehr Schaden zufügen. Ne, das ist ungefähr auch das, was ich bei WoW jetzt kennengelernt habe, weil da hat eben auch vieles einfach Gold in dem Sinne halt gekostet und vieles, was selbst im WoW jetzt eigentlich kostenlos ist oder nicht mehr der Rede wert ist. Kostet was oder wie? Ne, umgekehrt. Also jetzt halt Rede wert, es hat früher gekostet. Das finde ich halt teilweise echt scheiße. Den hier. Ja, was ich ja auch sehr lustig fand, weil ich habe früher gern einen Druiden gespielt in WoW und der konnte sich ja verwandeln. Okay. Also der hat verschiedene Gestalten gehabt, wie ein Tiecher, Moonkin, so Art fette Eule, die nicht fliegen kann. Ah, jetzt müssen wir runter nach Süden. Ja. Dann kippt er um. Velare, ich kann dich gut verstehen. In WoW war es die gleiche Situation für mir. Weil ich glaube, ab Level 40 konntest du Mounts bekommen, also Pferde, Tiecher, whatever in WoW. Und die haben scheiße Gold gekostet, das zu lernen. Und das konnte sich definitiv nicht jeder leisten, sobald er diese Stufe erreicht hat. So, dann gehen wir da runter oder müssen wir rauf wieder? Nee, wir müssen hier runter. Okay. Quasi. Ich habe mal einen neuen Charakter angefangen und da habe ich die Fähigkeit hinterhergeschmissen bekommen. Ja, jedenfalls zurück zu dem, wo ich vorhin gesagt habe mit Druiden, weil der konnte sich auch in einen Baum verwandeln. Ein laufender Baum zwar, aber der hat halt ein paar extra Fähigkeiten bekommen und extra Nachteile. Er war zum Beispiel einer der besten Healer. Aber er hat keine Angriffsfähigkeiten mehr gehabt. Oh, okay. Du konntest als Baum nicht angreifen quasi. Ja, wir müssen dort rein. Okay. Und ich fand diese Form super. Ich war da richtig happy, wenn ich die spielen konnte. Und da haben irgendwelche Leute dann im Forum rumgekreischt. Der Scheiße, der ist blöd. Und dann haben sie ihn rausgepatcht. Ich hätte kotzen können. Boah. Dann wollen wir mal, oder? Warte kurz. Jo. Jetzt. Yeah, Stufe 20! Und jetzt wirst du eigentlich auch die Meldung bekommen haben, glaube ich. Aber gut aufgeräumt. Huch, was? Ach, da noch. Credits. Und Credits.
Oh, Boss-Time. 1, 2, 3, los! Ich wollte gerade sagen, ich muss gerade so hinter den Übertragungen gesteckt hat, die ihre Invasion ermöglicht haben. Aber das ist nicht wichtig. Jeder von Rang und Namen kennt die Wahrheit. Und Gratan verliert bereits an Einfluss und Unterstützung. Oh, der hat eine hohe Rüstung, aber wenig Verteidigungswert. Schade eigentlich. Mal gucken, was in meiner Kiste rauskommt. Eine neue Rüstung auf alle Fälle. Oha. Die hält was aus. Na dann. Muss gerade noch mal gucken, was genau. Rüstung 307, Schildwert 9, Absorption 10, Ausdauer 21. Gut, da ist nichts. Wir könnten den ganzen Weg zurücklaufen oder aber wir könnten dann Schnellreisesystem benutzen, um nach Car City zu gelangen, zum Beispiel. Okay, was muss man machen? P drücken, sowas bei mir. Dann auf Allgemein und dann eigentlich auf Schnellreise. Okay, ach so, da kann man da hier. Ah, oder warte mal, wir können zum Außenposten Tempest unten rechts. Ach stimmt, da werden wir uns Lauferei sparen. Genau. Okay, gut, mach mal. Und dort werden wir auch benötigt. Oder wo wir hin müssen. Für die Hauptquest. Das ist dann praktisch. Ja. Hat aber auch eine Abklingzeit, wenn ich es richtig sehe. Abklingzeit 6 Minuten ist ein Witz. Ja, früher war es nämlich, glaube ich, sogar wie viel? Als Gratisspieler ohne bevorzugt oder Abo-Status. Was glaube ich, wie viel? 30 Minuten oder eine Stunde? Ich kenne es wie gesagt nur von WoW. Da gab es diesen Urstein, den konntest du A nur an einen Ort festmachen und er hatte immer 60 Minuten. Okay, ja, ah, das hattest du beim letzten Mal erwähnt. Ja, ich glaube, wir müssen. Wo müssen wir jetzt raus? So, geradeaus und dann links hoch oder müssen wir hinter uns und dort den Weg hoch? Keine Ahnung. Warte, ich schau mal kurz irgendwie. Ach so, geht ja gar nicht. Nicht. Okay, nee, wir müssen nach vorne. Hier lang? Genau, also hier. Ja, hier lang. Okay. Und dann links. Und wenn ich mich nicht irre, geht's da immer zu einem Flashpoint. Aber ich glaube, den sollte man machen, laut Reihenfolge, wenn wir mit dem Planeten fertig sind, Fragezeichen. Ich weiß es doch nicht mehr. Wir schauen mal einfach mal. Ach, Lord Droll. Nebenquest. Genau wie berichtet. Ein Stufe 6 Aufstand. Etwa so viele Teilnehmer wie beim Duros Aufstand auf Silior. Personen halten sich in einem größeren Dschungelgebiet auf. Gut, gut. Herzlich willkommen. Ihr kommt genau zur rechten Zeit. Ich bin Lord Drow. Wenn das Imperium in einer von ihm besetzten Welt auf Widerstand stößt, werde ich gerufen. Ich soll den Sklavenaufstand hier auf Drom und Kas beenden. Ich weiß nichts von einem Sklavenaufstand. Bald gibt es auch keinen mehr. Ihr könnt mir helfen, ihn zu beenden. Die Situation ist folgende. Ein Sith-Lord ließ im Dschungel eine gewaltige Statue seiner selbst errichten. Seine Sklaven lehnten sich auf und bewaffneten sich. Der Koloss ist unvollendet und jetzt beherrschen schwer bewaffnete Sklaven den Dschungel. Eine Schande für das Imperium, aber eine günstige Gelegenheit für mich. Wozu sollten euch desertierende Sklaven dienen? Als Testobjekte natürlich, um meine Techniken zu verfeinern. Ich teste eine Waffe, eine giftige Substanz namens Quell.
Die Opfer erleiden lang anhaltende, quälende Schmerzen und sterben schließlich. Die Verbündeten des Opfers sind derart schockiert von den Auswirkungen von Quell, dass ihr Wille gebrochen wird. Das ist zumindest mein Ziel. Das ist zutiefst verstörend. Auch das gefällt mir daran. Ich brauche jemanden, der eine bestimmte Menge Quell in die Wasserversorgung der Sklaven einbringt, damit ich die richtige Dosierung ermitteln kann. Diese Arbeit ist aber gefährlich. Überall sind bewaffnete Sklaven. Doch euer Erfolg wird reich belohnt werden. Was sagt ihr? Ich werde die Tötungswissenschaften stets in ihrem Vorankommen unterstützen. Wie ich erwartet hatte. Mein Assistent, Sergeant Slarin, wird euch die richtige Quelldosis mitteilen und euch etwas davon geben. Erst im Forschungszelt. Bei mir war kurz mal Bildschirm so, als wäre die Plane davor gewesen oder so. Ja, da muss bestimmt irgendein Mitspieler wahrscheinlich da in die Nähe gekommen sein. Ich schau mal gerade was. Du kannst, glaube ich, wenn du B drückst für Crew-Fähigkeiten, du kannst, denke ich mal, auch so langsam Sachen herstellen, glaube ich. Crew-Fähigkeiten oder Gefährten? Also B drücken. Ach, und B, dann steht dran Crew. Nee, B. B wie ja. Bombe. Bombig. Und dann kannst du, denke ich mal, auch Sachen herstellen. Ja, Adaptivrüstung. Oder? Adaptivrüstung wäre halt für dich auf alle Fälle geschickt. Hm. Und da kannst du auch selber... Vor allem schaue ich gerade mal was. Machtschild. Oh, tragbar. Machtschild des Asyls. Angriffsfokus. Angriffsgenerator. Okay. Techschild des Asyls. Was ist das? Ach, Techstärke. Wenn ich ich habe sogar Zutaten. Dann kann ich dir Ding herstellen für dich. Ein Feuerknoten, Machtschild des Asyls. Ich denke mal, das kannst du ausrüsten. Hoffe ich zumindest. Der gibt dir nämlich etwas Schildwert und auch Machtkraft. Und ich glaube, je mehr Machtkraft du hast, desto besser wird auch die Heilung. Hm, okay. Und deine Fähigkeiten. Cool. Dann mache ich das gerade mal. Angriffsgenerator. Erfordert Generator. Ach, Fokus. Okay. Ja, und je besser halt meine Sachen sind, also von der Kunstfertigkeit, je höher das Level, desto bessere Sachen kannst du auch dann herstellen, bauen und so weiter. So. Bert, bring mir bitte einen Windkristall mit, der ist selten. Hat ja nur eine 9%ige Chance momentan. Ja, schauen wir mal. Wie lange wollen wir heute machen? Du, wenn du willst, können wir noch eine halbe Stunde bis 22 Uhr? Oder bis wie lang wolltest du? Ja, es kommt schon langsam gegen die Richtung Grenze. Okay, warum sollst du gesagt, ansonsten reden wir noch mit Slarin und machen dann Feierabend? Ja, reden wir auf jeden Fall mit Slarin noch. Gut. Wenn ich Lord Rawls Geschmack richtig einschätze, und leider kann ich das, schickt er euch wegen des Quelltoxins. Was wollt ihr damit sagen, Sergeant? Gar nichts. Ich habe es genauso erwartet. Was wäre, wenn ich euch erzählte, dass dieser Versuch sinnlos ist? Untersuchungen haben gezeigt, dass sich größeres Leiden nicht darauf auswirkt, wie schnell ein Opfer aufgibt. Das hat alles nichts damit zu tun, den Aufstand schnell zu beenden. Lord Rawl ergötzt sich einfach nur an dem sinnlosen Leid. Wo soll denn hier das Problem liegen? Es geht um die Effektivität. Es gibt keinen guten Grund, unseren Auftrag hier zu verzögern. Ich will, dass dieser Auftrag ein Ende hat. Je schneller der Aufstand beendet ist, desto früher kann ich mich wichtigerer Arbeit widmen.
Ich habe meine Laufbahn vernachlässigt, indem ich Lord Rawls Mordlust unterstützt habe. Wäre er nicht so ineffektiv, ich wäre längst schon Captain. Das war wirklich Pech. Ich brauche kein Mitleid. Ich brauche Verbündete. Lord Rawls Dosierung des Quelltoxins führt dazu, dass die Sklaven wochenlang sinnlos leiden müssen. Und so lange bleibt die Lage ungewiss. Ich habe eine Dosis vorbereitet, die Sklaven sofort tötet. Und das ist besser für das Imperium und für mich. Werdet ihr meine Dosis nehmen? Diese abtrünnigen Sklaven sollen dafür bezahlen, dass sie dem Imperium ungehorsam waren. Ihr verlängert nicht nur das Leid der Sklaven, sondern auch meins. Ihr tut immer brav eure Pflicht, wie? Na gut. Nehmt das Quelltoxin und führt es in das Wasserfiltersystem der Sklavenlager ein. Wenn ihr fertig seid, geht zu Lord Rawl und holt euch eure Bezahlung. Leiden, leiden! Yay, yay! Du hast dich für die gute Zeit entschieden. Ich hab's genau gesehen. Ja, also ich meine, wozu leiden? Besser ist es, schnell auszumerzen. Wieso? Lieber länger leiden. Wert 54. Aha. Die Leute werden sich auch denken, was ja, machen die jetzt da? Warum tut ihr das? Wieso nicht? So, ich will jetzt wissen, was passiert, wenn... ihr aus der Quest rauskommt. Ich warte nur drauf. Yep. Vor allem die gefahren auch mit in der Rennen. Das ist wir wollen wirklich wissen, was passiert, wenn er aus dem Gespräch kommt und sieht, was wir machen. Ich werde nicht sagen, aber so langsam kriege ich ein Drehbuch. Ach, kleiner Tipp, Maus nehmen, anklicken und dann hast du eigentlich, bleibt die Kamera fast schon statisch. Ach stimmt, ja. Macht's einfacher zu ertragen. Okay, wie war das linke Maustaste? Ja, einfach gedrückt halten. Okay. So ist aus dem Gespräch draußen. Why? Oh, nix. Ich hätte jetzt gelacht, wenn der jetzt da nichts gekommen wäre und mitgemacht hätte. Ja, es gab jetzt auch keine Nachricht oder so. Schade. Ja, ich habe ja auch den Chat deaktiviert. Ne, ich habe jetzt noch mal im Chat nachgeschaut, einfach. Ach, okay. Vielleicht kam hier was, so nach dem Motto, seid ihr bescheuert? Ja, oh, Mann. Okay, dann schicke ich meine Gefährten mal wieder weg. Edelsteine, ergiebiger Ertrag. Irgendwann muss ja hier so ein Ding kommen. So. Da, ergiebiger Ertrag. Ja, ansonsten, wenn du nichts dagegen hast, würde ich sagen, mach mal erstmal Schluss. Ja, das passt. No, wir sind zwar nicht in der Ruhezone, aber wir sind in der safen Zone. In der Safe Zone. Okay. Ja. Und dann können wir hier dieses Gebiet, denke ich mal, hier machen. Ja, das werden wir auf jeden Fall nächstes Mal dran kriegen. Genau, dann rüber zu Commander Bridge. Und dann geht's zu dir rüber. Am Fuß des Kolosses. Mhm. Und wenn mich nicht alles täuscht, gibt es hier auch wieder, eine Heldenmission. Glaube ich. Ui,
Ja, also hier glaube ich, wie viel gab es noch mal auf Dromunkas? Ich glaube 5 oder 6 Heldenmissionen. Na, schauen wir mal nächstes Mal. Meistens immer für jeden Ort gab es einen, also Moment, westlich von Car City, dann weiter westlich, ganz links von Car City, dann hier Südosten und vollendete Koloss gab es was. Und 1, 2, 3. Laut Kratans Anwesen gab es, glaube ich, 1 oder 2 Heldenquests. Hm. Ja, doch. Passt, müsste hinkommen. Wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe. Wenn. Kann mich aber auch irren. Der Stash. Ja, ansonsten, wie gesagt, mach mal erstmal Schluss. Feuer. Ich meine, wir haben einiges heute erreicht, auch wenn auch nicht viel. Ja, also ich muss selber sagen, wir haben zwar Blödsinn gemacht, aber wenn man jetzt, sag mal, hier die Karte mal aufruft mit einem vom Raumhafen, wir sind rübergelaufen. Ach ja, hier beim Raumhafen, genau, da gab es ja auch die eine Heldenquest, wo wir gemacht haben. Stimmt ja, die habe ich vergessen. 1, 2, 3, 4. Die vierte. Ja, doch, ich. Ja, das dann beim nächsten Mal die vierte bei Lord Kratter. Nee, halt mal, Quatsch. 1, 2 Heldenquests abgeschlossen. Hauptquests sind wir jetzt nicht wirklich weit vorangekommen. Haben dafür Nebenquests und Erkundungsmissionen soweit ganz gut wegbekommen. Wir können eigentlich stolz auf uns sein. Also nee, ein bisschen hier auf der Schulter klopfen. Na gut, klopft dir auf die Schulter. Und dir auch. So. Oh, schöne Schulter. Okay. Dann machen wir unsere Verabschiedungen. Machen ja. Gut. So. Ha, jetzt. So, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich tue mal auch ein anderes Screen drauf. Yay! Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Mir hat Spaß gemacht, wieder mit Malkaff zu spielen. Es war eine sehr schöne Runde mit ihm. Und es geht wahrscheinlich nächste Woche Donnerstag weiter, wieder um 19 Uhr. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Ich hoffe, wir machen wieder Blödsinn. Und ja, was bleibt einem zu sagen, außer bis zum nächsten Mal, Leute. Und auf Wiedersehen. Tschüss.